Da haben wir jemanden in der Leitung. Ja, hallo? Hallo, Herr Doffel? Ja. Ja, Frank Adlich, mein Name von Definitive Handelsplattform. Sie haben sich gerade vor kurzem bei Bitcoin News Trader registriert. Ist das korrekt? Ja, weiß ich nicht. Da ging, also ich habe mich in so einer Werbung angemeldet und dann kam der Virenschutz. Und dann ging es nicht weiter. Ach so. Okay, ich verstehe. Also es ist eine Trading-Plattform, da wo Sie sich registrieren möchten. Es geht ums Traden, Geld verdienen, haben Sie da wahrscheinlich schon verstanden, oder? Ja, genau, das habe ich ja in der Werbung gesehen. Aber sagen Sie mir immer noch mal die Internetadresse, weil das hat sich ja hier nichts geöffnet. Mache ich Ihnen gleich mit den, schicke ich Ihnen E-Mail. Also ich habe hier Gunther, also nicht mit UE, sondern einfach mit U, ja. Punkt stinkec@gmail.com. Genau. Das ist korrekt, ja? Ja. Da kriegen Sie in Kürze ein E-Mail mit Kontoaktivierungsdaten. Da können Sie sich einloggen und anschauen, wie die Plattform von Ihnen ausschaut. Ja. Wobei ich jetzt E-Mail sende. Sagen Sie mir bitte, haben Sie da Investmenterfahrung im Allgemeinen? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Schwerpunkte Kryptowährung oder was haben Sie da sich überlegt vielleicht? Ja, bis jetzt habe ich mir da noch gar nichts weiter überlegt. Da stand halt nur, dass man da viel Geld verdienen kann und da habe ich gedacht, mach ich mal mit. Ist ja nicht verkehrt, ne? Nicht verkehrt, sogar sehr gut. Haben Sie dann vielleicht überlegt, was für Summe wollten Sie da investieren? Nee, da habe ich noch gar keine Ahnung. Was ist denn da sinnvoll? Sind mehrere Sachen hier sinnvoll natürlich. Es kommt natürlich darauf an, was für Strategie Sie auswählen. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Ja, kleinen Moment, ich sende Ihnen E-Mail und in einer Minute bin ich wieder da. Kleinen Moment, gell? Okay. Ja, kleinen Moment. Nehmen Sie sich Zeit. Ja. Danke, vielen Dank. So, den Netten haben wir immer noch in der Leitung. Aber er hat ja angekündigt, dass ich jetzt hier eine Minute warten soll. Dann lassen wir ihn da mal sein Ding durchziehen und mal gucken, was dabei rauskommt. Frag mal, wieso die anrufen. Kam das, was? Moment. Leck auf der Brille. Kaum, dass man was gemacht hat. Ja, da, genau, das stimmt. Ja, weiß ich auch nicht. Die wollen damit sehr sicherlich klarstellen oder sicherstellen, dass der Kunde wirklich auch einzahlt. Ne? Also man landet ja da auf nicht unbedingt seriösen Seiten und direkt gleich im Einzahlungssystem. Von daher versuchen die da meistens gleich ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ja, die E-Mail, die heißt tatsächlich Stinke-C. Hatten wir auch mal irgendwo als Nachnamen. Die Namen, die rolliere ich ja auch ab und zu mal durch. Ab und zu nehme ich auch das, was in den Kommentaren mal steht. Das geht natürlich nicht mit allen Kommentaren. Dafür sind es einfach zu viele. Auf der Liste stehen hier noch mehrere hundert Namensvorschläge. Ja, immer Wahnsinn. Aber wenn ihr das in die Kommentare unter die Videos schreibt, hin und wieder kopiere ich das auch, wenn es gerade die Möglichkeit zulässt. Unterwegs ist immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche natürlich immer mein Bestes. Ist total seriös, dass die direkt anrufen, ne? Also, was will man da auch großartig noch zu sagen, ne? Ich soll mal fragen, ob die das Passwort zurücksetzen können. Ja, also hier bei der Webseite, wo ich mich jetzt gerade angemeldet habe, habe ich mir tatsächlich selber ein sicheres Passwort vergeben müssen. Also so ganz unseriös scheinen sie hier vielleicht nicht zu sein. Also doch, am Ende sind sie unseriös, aber die versuchen jetzt hier ein bisschen seriöser zu werden, habe ich das Gefühl. Also die Anmeldeseiten werden teilweise auch echt professioneller. So, Herr Doffel. Ja. Hallo? Ja. Haben Sie die Möglichkeit, Ihren E-Mail-Eingang, einen Moment, können wir da nochmal, es ist zurückgekommen, können Sie nochmal die E-Mail-Adresse von Ihnen nochmal wiederholen, bitte? Na, die habe ich doch gerade eingetragen. Ja, haben Sie aber, ich habe da eine Meldung bekommen, dass die Adresse ungültig ist. Was steht denn da genau für eine E-Mail-Adresse bei Ihnen drin? gunter.stinkece@googlemail.com. Genau, die ist richtig. Ist wahrscheinlich irgendwas hier irgendwo nicht richtig. Also G-U-N-T-E-R, ja? Ja. Also Gunther, nicht Günther, sondern Gunther. Ja. Punkt Stinkece
googlenail.com. Ja, genau, die ist genau, richtig. Das ist eigentlich. Kleinen Moment. Das schauen wir mal nochmal. Also, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ansonsten hätte ich da jetzt keine Meldung bekommen. Ja. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 29. 29. Okay, kleinen Moment. Und was machen Sie beruflich? Beruflich? Beruflich. Ja, also beruflich muss ich Streichhölzer kosten. Okay, also ich verstehe, Sie sind wahrscheinlich ein Spaßvogel, ja? Ja. Kartoffeln, ah, wunderbar. Kartoffeln, ist einfach Langeweile oder irgendwas anderes da jetzt im Spiel? Ja, ich betrüge die Betrüger, das ist das Ziel dahinter. Ach so, Sie betrügen die Betrüger. Und haben Sie da vielleicht schon Betrügererfahrung gehabt? Ja, jede Menge. Wir rufen jede ja Menge. Jeden Tag so viele Leute an. Ach so. Ja. Und haben Sie da mit Definitive bestimmt eine Erfahrung gehabt oder nicht? Was für eine Erfahrung? Mit Definite Area, mit meinem Unternehmen da. Ja. Haben Sie? Ja. Und wie haben Sie sich da registriert, damit ich da jetzt Sie aufnehmen kann, damit ich da wenigstens sehe, ob Sie da jetzt mich nicht weiter belügen? Mit meinen Fingern habe ich mich da registriert. Mit Ihren Fingern? Also. Genau, auf der Tastatur. Ja, also Sie sind wahrscheinlich arbeitslos, oder? Nö, kann man so nicht sagen. Ich verdiene gerade mit Ihnen Geld. Mit mir Geld verdienen Sie? Wenn Sie mit mir dann teilen auch? Wie bitte? Das Geld, ob Sie mit mir das Geld, was Sie verdient haben, teilen würden? Nö, so wie Sie auch agieren würden. Also ich kann mit Ihnen Geld nicht verdienen, deswegen kann ich natürlich mit Ihnen nicht teilen. Ach so, also machen Sie die Arbeit kostenlos? Nein, ich habe einen festen Lohnsatz deswegen. Was machen wir dann weiter? Ja, weiß ich nicht. Sie können mir ja mal erzählen, warum Sie den Leuten das Geld nicht auszahlen. Also Sie verstehen schon, dass ich da nur ein Kundenberater bin, oder? Naja, ein Berater würde ich das nicht nennen. Ich würde es eher Betrüger nennen. Okay, Sie wissen schon, dass der Gespräch aufgezeichnet wird. Richtig, ganz genau. Und gerade sogar live auf YouTube. Oh, wunderbar. Dann was wollen Sie da vorschlagen? Was haben wir da jetzt? Wo wird unsere Gesprächslinie sich weiterziehen? Weiß ich nicht, wo wollen Sie die Gesprächslinie denn hinziehen? Ich möchte eigentlich gar nicht weitermachen. Das, das ist schade. Natürlich, also... Ja, also ich schlage Ihnen auf jeden Fall vor, suchen Sie sich mal einen anständigen Job und bescheißen nicht die Leute um Ihr Geld. Habe ich niemals gemacht. Na komisch, aber Sie sind ja gerade bei mir in der Leitung. Ja, und? Das bedeutet, Sie rufen aus einem unseriösen Unternehmen an. Nein, das bedeutet, dass Sie sich da registriert haben. Genau, und da haben Sie ja keine Anruferlaubnis. Ich habe kein Häkchen gesetzt, dass Sie anrufen dürfen. Haben Sie aber auch nicht irgendwie das anders gemacht, also. Nee. Genau. Ich brauche jetzt keine Erlaubnis, um Sie anzurufen. Doch, das brauchen Sie laut deutschem Datenschutzgesetz schon. Sie brauchen einen Double Opt-in, um die Leute anzurufen. Ja, okay. Also ich möchte Ihnen da Ihre YouTube-Show da nicht verderben, aber das bringt jetzt gar nichts weiter. So, Sie verderben die Show damit ja nicht. Sie machen sich ja so schon lächerlich genug. Ja, gut. Gut, dann werden wir das weiterleiten. Und alles klar, supi. Schauen wir mal weiter. Ich danke Ihnen. Ich freue mich auf die Anzeige und dann kann ich direkt eine Anzeige zurückmachen wegen illegaler Werbung. Alles klar, machen wir so. Prima. Danke, ciao, ciao. Tüdelü. Mit nervigen Kunden zu tun. Ah ja, das Telefon klingelt, unterbrechen wir mal gleich. Ja, guten Tag. Hallo? Höre Sie leider nicht. Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was, ja. Sehr gut. Nina Meyers am Apparat, Kontoberaterin von dem Finanzmarkt. Ich würde gerne sprechen mit hier Nils Klabauterbach. Ja, ist am Apparat. Wunderschön. Ich kontaktiere Sie wegen Ihrer Anmeldung auf dem unserem Bewerbungsplattform, auf dem
General Crypto Offers. Sie haben Ihr Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ja. Okay, sehr gut. Ich werde Sie weiter unterstützen, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Ja. Sehr gut. Ob Sie soweit alles gut verstanden haben über das System oder haben Sie zu mir die weitere Frage? Na, da stand ja jetzt nichts weiter. Ich bin jetzt auf so einer komischen Seite, wo Thank You oben drüber steht und dann Ölprofit und dann ist noch so ein deutscher Schritt. Es sind nur noch wenige Schritte erforderlich, um Ihr Konto einzurichten. Und da waren Sie dann aber schon in der Leitung und da weiß ich nicht, was ich da jetzt machen soll. Ich höre Sie wieder nicht. Hören Sie mich, also bei mir der Verbindung ist sehr gut. Ja, Ihre Taste scheint kaputt zu sein vom Mikrofon, es schnarrt so. Nein, nein, alles in Ordnung, ich denke. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 29. 29, ja. Sehr gut, freut mich. Okay, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? In welchem Bereich? Ritterbock, 100, drop 2 Euro. Schnappt den Gürtelhänger und drop 2 Euro. Moin. Jetzt habe ich Sie akustisch leider nicht verstanden. Jetzt haben Sie mich verstanden? Jetzt höre ich wieder, ja. Sehr gut, das freut mich. Ich weiß nicht, wieso mich akustisch nicht mehr hören. Das geht doch um Online-Handlung. In diesem Bereich frage ich, ob Sie Erfahrungen haben. Nee, habe ich nicht. Okay. Also, heute werden Sie nur ein Probezeitkonto aktivieren, weil Sie keine Erfahrungen in diesem Bereich haben, ja? Ach so. Das bedeutet, für 2 Wochen lang können Sie das Programm testen, schauen, beobachten, wie das ganze Handelsprozess läuft und funktioniert, ja? Und nach der Probezeit werden Sie die Entscheidung treffen, ob Sie mit uns weiterhandeln und langfristig arbeiten oder aussteigen und Ihre Balance auszahlen werden von Ihrem Handelskonto, ja? Ja. Sehr gut. Mindestbetrag ist 250 Euro, aber das ist nur also Ausgangspunkt, um den Markt kennenzulernen. Aber anfangen nur mit 250 Euro, Sie haben 2 andere Möglichkeiten, ja? Entweder mit Premium-Handelskonto mit 500 Euro anfangen, womit Sie haben mehr Flexibilität und womit haben Sie sogenannte VIP-Signalen von Ihrem persönlichen Finanzberater oder Beraterin. Ja? Ja. Außerdem, wenn Sie mit Premium-Handelskonto anfangen und Sie werden mit 500 Euro einsteigen auf den Finanzmarkt, Sie werden von unserer Seite als Motivation, als Willkommenbonus 200 Euro extra Geld bekommen auf Ihrem Handelskonto. Und das bedeutet, dass Sie werden diese Testprobezeit genau mit diesen 200 Euro testen und aha, nicht mit diesen 500 Euro. Okay. Okay. Also, Einzahlungen und Auszahlungen Sie können tätigen mit PayPal oder mit normales Überweisung mit Ihrem normales Bankkonto, die Sie für Online-Banking benutzen, für Hausbank. Buchen Sie das nicht einfach ab? Wie bitte? Buchen Sie das nicht einfach ab? Ich habe nichts verstanden. Na, ob Sie das nicht einfach abbuchen? Warum? Na, wäre doch einfacher. Mach hier ein Lastschrift, hier so ein Zebra-Lastschriftmandat und dann können Sie abbuchen. Okay, nein. Ich habe das nicht gesagt. Also haben Sie alles richtig und gut verstanden, was ich jetzt gerade zu Ihnen erklärt habe? Na, scheinbar ja nicht. Hier glaubt der Bach. Haben Sie immer noch Interesse? Haben Sie immer noch Interesse, auf dem Finanzmarkt zu handeln oder nicht? Das habe ich in den letzten 2 Minuten nicht verloren. Ganz einfach können Sie antworten. Wie sollen wir uns was haben Sie gemacht? Na, geantwortet. Relativ einfach, bin ich auch der Meinung. Ja oder nein? Was meinen Sie? Also,
Wie sollen wir uns verbleiben? Sollen wir Ihre eingerichtete Handelskonto behalten oder sollen wir alles löschen? Ich habe das ja nicht umsonst gemacht. Tja, deswegen sage ich ja. Also mit welcher Zahlungsmethode möchten Sie das Transaktion tätigen? Also Einzahlungen und Auszahlungen? Ja, und mit welcher Betrag möchten Sie einsteigen auf den Finanzmarkt? Aber, also, Sie sollen darauf achten, dass Sie Ihre Profite auf die gleiche Einzahlungsmethode bekommen, ja? War das jetzt eine Frage? Weil dann habe ich es nicht verstanden. Ja, die Frage, die Entscheidung. Mit welchem Betrag möchten Sie einsteigen auf den Finanzmarkt und mit welcher Zahlungsmethode möchten Sie Auszahlungen und Einzahlungen tätigen? Ich würde dann erstmal das Probeangebot annehmen, was Sie hier eingangs als erstes vorgeschlagen haben. Das Premium-Konto meinen Sie? Nee, das Probekonto, was Sie eingangs vorgeschlagen haben. 250 Euro Mindestbetrag. Wie meinen Sie das jetzt? 250 Euro Mindestbetrag. Ja. Das Probezeit, also Sie bekommen sowieso, werden Sie mit Mindestbetrag einsteigen oder mit Premium 500 Euro? Ja, wie gesagt, das Probeangebot würde ich dann erstmal annehmen. Welcher mit Mindestbetrag oder mit 500 Euro? Ach, das waren Premium jetzt alles Probeangebote. Ja. Ach so, das haben Sie so nicht definiert. Dann, ja, weiß ich nicht. Dann, was ist denn da am besten? Natürlich das Premium-Handelskonto, womit Sie natürlich mehr Flexibilität haben und extra 200 Euro Geld, ja? Ja, und wie viel Gewinn kann man da ungefähr machen? Also ungefähr, wenn zu Ihnen jemand sagt, hundertprozentig, wie viel können Sie das Geld verdienen, das geht aus von der Preisen, ja. Auf der finanziellen Börse jedes Moment, jede Sekunde zahlt, ja, mit Preisen, ja. Ja. Das ändern Sie sich immer. Wird das Kryptowährungen, wird das Öl, Gold, Rohstoffe oder Aktien, ja. Okay, sagen Sie bitte zu mir, mit welcher Zahlungsmethode werden Sie das Handelskonto aktivieren? Ich würde dann SEPA Lastschriftmandat bevorzugen. SEPA Überweisung, okay. Dann wird jetzt für Sie persönlich vorbereiten die Bankverbindungen. Kann ich Ihnen die dann per E-Mail schicken oder wo möchten Sie die Bankverbindung hinhaben? Ich möchte keine Verbindungen haben. Sie werden von meiner Seite bekommen, das Bankverbindungen. Aber bei einer SEPA-Lastschriftmandat gebe ich Ihnen doch meine Bankverbindung. Nein, ich werde zu Ihnen unsere Verbindungen, wo Sie das Geld überweisen werden, ja? Und ja, dann ist es ja eine Überweisung, kein SEPA. SEPA-Überweisung, das ist normale Überweisung und ich kenne das auch sehr gut. Verstehen Sie? Das ist aber kein Lastschriftmandat. Mit welcher Zahlungsmethode und mit welchem Betrag sollen wir für Sie die Bankverbindungen vorbereiten? Ja, das war ja die Frage, ob Sie auch SEPA-Lastschriftmandat anbieten. Also benutzen Sie Hausbank? Die antworten nicht so unbedingt gerne auf die Fragen, die man ihnen stellt, oder? Ich habe gesagt, SEPA-Überweisung weiß ich sehr gut, besser als Sie, was bedeutet, ja? Okay. Woher wissen Sie das so genau, dass Sie das besser wissen als ich? Also, jetzt gucken Sie, ja. Jetzt machen wir das Arbeit oder weiter. Oder wir verabschieden uns, okay? Warum sind Sie auf einmal so unfreundlich? Möchten Sie mich nicht als Kunden gewinnen? Nein, wenn Sie kein Interesse haben. So, na, wenn Sie nicht möchten. Zu Ihnen, nein, ich. Jetzt gucken Sie, wenn ich keine ja also Motivation. Sonst hätte ich mich vielleicht auch für die 1000 Euro entschieden, aber wenn Sie nicht möchten. Sie sollen Höflichkeiten haben, ja, wenn ich spreche. Ja, das wäre schön, wenn ich von Ihnen ein bisschen Höflichkeit bekommen würde. Also, aber Sie sind ja sehr unfreundlich. Soll ich Ihre eingerichtete Handelskonto löschen, ja, wie ich verstanden habe? Ja, Sie können mich ja vielleicht mal an eine freundlichere Mitarbeiterin verbinden.
Nein, das bin ich. Ihre persönliche. Ja, aber Sie sind ja nicht freundlich. Wie Sie genau, ich auch. Weil ich, wenn so. Ich etwas sage, ja, ich bin da, dass ich von meiner Seite... Sie lassen mich nicht aussprechen. Verstehen Sie? Na gut, das versteht wenn man ja auch spreche, nicht so wirklich, was na, Sie da so von sich geben. Und zack, weg ist sie. So. Bei der, ah nee, da klingelt es schon wieder. Haben wir den nächsten in der Leitung. Ja, hallo. Hallo, Herr Osmonek. Ja, richtig? Herr Osmonek. Ja, guten Tag. Hier ist Annelie Wolf aus dem globalen Finanzmarkt. Lieber Herr, Sie haben vor 2 Minuten bei uns registriert und Ihre Handelskonto erstellt. Das kann sein, und ja. Haben Sie gezeigt Interesse an Kryptowährungen, richtig? Ja, also Kryptowährung meinen Sie? Ja. Ja. Okay. Finde ich ganz interessant. Ich bin Ihre Person. Bitte noch einmal? Finde ich ganz interessant. Ja, ja. Okay. Haben Sie Erfahrung oder das alles für Sie erste Mal? Wie meinen Sie das jetzt? Erfahrung habe ich eine Menge. Erfahrung in diesem Bereich. Also haben Sie Investitionen gemacht oder? Ach so, bei nee, sowas. Das alles für Sie erste Mal. Nee, das ist ganz neu. Ganz neu, gut. Also ja. Ich bin Ihre Personalkontoberaterin. Guten Tag. Das heißt, wir müssen zusammen Ihre Konto aktivieren, dann können Sie weiter investieren und Profit bekommen, ja? Aha, okay. Als Anfänger, ich gebe kleines Information, dann können wir weitergehen, ja? Ja. Sehr gut. Also für Anfänger, wir haben 3 Beträge. Erster ist 250 Euro. Ja. Dann kommt 500 Euro und 1000 Euro. Okay. Für 500 Euro kriegen Sie 150 Euro Bonusgeld. Und für 1000 Euro kriegen Sie 300 Euro Bonusgeld aus unserem Unternehmen. Ja? Ja. So. Was kriege ich denn geschenkt? Also quasi gratis und kostenlos geschenkt, gratis kostenlos dazu. Genau. Okay. Also zum Beispiel, wenn einzahlen Sie 500 Euro, kriegen Sie 150 Euro. Sie können ja. diese 150 Euro benutzen, ja. Gucken, wie läuft das alles, dann Ihre 500 Euro benutzen. Aber zuerst möchte ich sagen, dass Sie sind in offizielle Plattform Ihre Handelskonto erstellt, ja. Und ja, Sie können bei uns sicher sein, wir arbeiten mit Lizenzierung und mit Zusammenarbeit, Vertrag, ja? Ja. Jo, und für 500 und 1000 Euro kriegen Sie also Bonusgeld, die automatisierte System, Stop-Loss-Option, alle ja. Möglichkeiten und Finanzexpert auch. Dass zum Beispiel Sie, unsere Experten wissen, wen, wann und an welche Bereichen Sie können gute Profit bekommen, ja. Und Sie sind nicht allein, wir sind immer da, Ihnen weiterzuhelfen. Ich auch, natürlich. Ja. Ja. Das ist schön. Und meine Arbeit ist einfach Ihre Handelskonto aktivieren und weiterleiten Finanzabteilung. Ja, wie aber aktivieren wir das? Kleines... Bitte? Wie aktiviert man das? Okay, also machen Sie Einzahlung, ich bestätige aus meiner Seite und ich weiterleite Finanzabteilung. Wo soll ich denn die Einzahlung machen? Sagen Sie mal bitte, ja, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Was ist denn da am besten? Also 1000. Okay. 500 oder 1000, also besser für 1000 Euro. Ja. Und welche Zahlungsmethode haben Sie? Wie meinen Sie Kreditkarte? Das? Kreditkarte? Ach so, ja, sowas habe ich. Mit Kreditkarte besser für Sie? Was gibt es denn da noch alles? Also für 1000 Euro Kreditkarte funktioniert. Für 250 Euro funktioniert Online-Banking und so. Also mit Online-Banking, Sie können nur 250 Euro einzahlen. Ja, also und so hat mich jetzt auf jeden Fall dazu bewegt. Dann machen wir das so, ja. Gut, also jetzt sagen Sie mal kurz, welcher Betrag und welche Zahlungsmethode, dass ich werde
wissen, welche Link muss Ihnen einfach schicken, ja? Wie meinen Sie das mit dem Link? Also ich muss einen Link schicken, wo Sie müssen Einzahlung machen. So, ich dachte, Sie sagen mir, auf welche Webseite ich gehen muss und dann kann ich das, weil ich habe ja jetzt hier danach, nach der Anmeldung kam ja gar nichts weiter. Also können Sie nicht weitergehen. Es ist normal, ich werde nach der Aktivierung, Sie werden kriegen Ihre Zugangsdaten. So. Und die Geld, wo haben Sie also eingezahlt? Sie werden in Ihrem Handelskonto sehen. Ja. Mhm. So, mit welchem Betrag beginnen wir? Wie heißt denn eigentlich die Seite, wo mein Handelskonto ist? Weil das kam ja hier noch nicht. Sie sind in Stammkapital. Die Seite heißt Stammkapital. Genau. Hier sehen Sie, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Da habe ich da jetzt schon ein Konto, weil ich kann da noch gar nichts sehen. Ja, Sie haben schon. Ja, jetzt können Sie nicht gar nichts machen. Wenn, ich muss Ihre Zugangsdaten geben. Ja. Also, und dann können Sie die Geld, was haben Sie eingezahlt, in Ihrem Handelskonto sehen. Bis Maximum 30 Minuten. Ach so, also da muss ich erst einzahlen und dann 30 Minuten später, dann sehe ich erst das Handelskonto. Und auf welcher Seite das ist. Ich meine, wenn einzahlen Sie bis 30 Minuten, Sie können sehen, diese Geld in Ihrem Handelskonto. Ja. Und wie ist jetzt die Internetadresse von dem Handelskonto? Moment, ich werde gleich Ihnen schicken. Ja. Für Sie besser mit E-Mail arbeiten. Wie meinen Sie das? Bei Ihnen ist aber auch so laut wie auf dem Bahnhof da im Hintergrund. Noch einmal? Ich sage, bei Ihnen da im Hintergrund ist so laut wie auf dem Bahnhof. Ja, manchmal so. Also wir haben viele Kunden, ja, und... Ja. Ja, und so. Also, Ihre E-Mail ist richtig, trefo-ochmonek@gmail.com. Nee, das ist @mdccfun.de. Okay. Haben Sie WhatsApp? Nee. Nee, Moment, bitte bleiben Sie kurz. Hallo? Jetzt sind Sie auf einmal ganz still. Ja. Ja. Moment bitte, ja? Ja. Bleiben Sie in der Leitung kurz. Okay, dann bleibe ich jetzt hier kurz in der Leitung, ja, und soll auf Sie warten. Ist das richtig? Ja. Okay. Können Sie mir bitte buchstabieren Ihre E-Mail-Adresse? @mdccfun.de. Buchstabieren Sie bitte. @mdccfun.de. Hallo? Ja, ich bin da. Ja, ich auch. Also, trefo-ochmonek. Ja, mdccfun.de. Kurz bitte. Buchstabieren Sie zum Beispiel A wie Anton, E wie Emil. Nee, M. mdccfun.de. Nicht A. M wie Martha. Ja, können wir machen. Weiter? Die Dackelclub. Wie Dora? Ja, oder so. Mhm. Dann? Den nächsten Buchstaben? Mhm. Dann nehmen wir so ein Buch, der sieht aus wie ein O, nur mit einer Seite offen. Also so ein C. Also M, D, also Martha, der Dora, dann kommt? Ein C. C wie Cäsar? Ja, oder Zeppelin. Aha. Ja. Zeppelin und, ist... Aha. Ja, aha, und dann noch ein C, wie Cäsar oder Zeppelin. Ja. Aha. Und dann kommt ein F. Wie Friedrich. Wie Furz. Ja, wie Furz. Aha. Dann kommt ein U, wie... ja, Ulrich. Untenrum, ja, zum Beispiel. Und dann ein N, wie... ja. Nordpol. Ja, kann man nehmen. Also ich buchstabiere, ja. M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar, F wie Friedrich, U wie Ulrich, N wie Nordpol. Ja, und Punkt dann... Die E?
Genau, .de, also ein D wie Dackelclub und E wie Erektionsstörung. Okay. So. Moment, ich schreibe jetzt hier East Anneli. Moment. Ja. Nehmen Sie sich so viele Momente, wie Sie brauchen. Ich habe ganz viel Zeit. Okay. Gucken Sie, ja, bitte, haben Sie Nachricht bekommen? Ach so, Sie meinen, ich soll in mein E-Mail-Postfach reingucken. Noch einmal? Sie meinen, ich soll in mein E-Mail-Postfach reingucken. Genau, habe ich eine Nachricht geschickt. Ja, Momentchen, dann gucke ich da mal rein. Dann muss ich mal mein E-Mail-Postfach aufmachen. Gerne. Ja. Also, und was soll da drinstehen dann? Decke? Haben Sie Nachricht bekommen? Nee, noch nicht. Ja, aktualisieren Sie bitte aus Ihrer Seite. Noch ja, einmal. Ich mache noch mal aktualisieren. Moment. Mhm. Nee, ist noch nicht da. Also von wem soll das? Also was soll da in der E-Mail ganz genau von drinstehen? Von Anneli Wolf. Von Anneli Wolf. Da muss ich hier noch mal... Lass ich hier noch mal gucken, warten Sie. Vielleicht ist das ja beim Sparen. Vielleicht, ja. Ich gucke mal. Mhm. Sind Sie sicher, dass Sie die E-Mail rausgeschickt haben? Genau, ich bin sicher. Gucken Sie noch einmal, ja? Ja, ich bin da. Drücke noch mal hier auf Reload. Sie machen das ganz prima. So. Also, jetzt habe ich nochmal aktualisiert. Und jetzt? Ist noch nicht da. Vielleicht schicken Sie die nochmal raus. Gut, ich probiere noch einmal. Ja. Moment. Ja, nehmen Sie sich ruhig Zeit. Manchmal dauert das ja alles ein kleines bisschen. Ja, ich probiere noch einmal. Mhm. Und wie sieht's aus? Im Schneckenhaus? Haben Sie jetzt bekommen? Ja, Anneli Wolf, Account Manager. Da steht, hier ist Anneli. Genau, das bin ich. Ja. So, möchten Sie mit Kreditkarte einzahlen? Ja, wenn Sie sagen, das müssen wir da so nehmen. Was gibt's denn da alternativ noch so alles? Also, wenn möchten Sie mit 1000 Euro beginnen, besser mit Kreditkarte. Ja. Sind Sie sicher, dass möchten Sie beginnen? Ja. Gut, ich werde jetzt weiterleiten unsere technische Abteilung. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob jetzt gleich wer anders rangeht. Doch ist er in der Leitung. Hallo? Ja, wer ist denn da jetzt? Schönen Tag, Fischer Schmidt, Herr Otschmonek, richtig? Och, Monek, ja. Ja, super, lieber Herr. Also ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Ich werde Ihnen nicht einfach helfen, etwas weitermachen, ja? Und ein Content für Ihren YouTube-Channel machen. Habe ich akustisch nicht verstanden. Sie sprechen so schnell. Das ist Ihr Problem. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Hä? Was meinen Sie denn? Ich meine, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Ja, aber ich dachte, Sie helfen mir jetzt. Nein, ich werde Sie nicht helfen. Warum nicht? Wofür sollen einfach helfen? Content machen für Ihren YouTube-Channel? Nee, na, die Kollegin sagte doch, sie leitet mich jetzt an die technische Abteilung weiter. Lieber Herr, wir haben schon Ihre Handynummer, verschiedene Handynummer wir haben. Ich weiß, wer sind Sie und ich weiß, was machen Sie denn. Deswegen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss. Ist ja sehr schade. Aber ich wollte noch ein bisschen mit Ihnen telefonieren. Nein, ich möchte mit Ihnen nicht telefonieren. Tschüss. Warum denn? Nur hat sie wieder aufgelegt. So, wir nehmen mal noch ein paar andere Seiten, wo wir uns nebenbei noch anmelden.
dass wir gleich wieder jemanden in der Leitung haben. Hier ist schon jemand dran. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herr Karl Klappautabach? Ja, Herr Klappautabach am Jonas Telefon. Ich bin Jonas Hoffmann vom Globalen Finanzmarkt. Sie haben sich gerade bei uns registriert und Interesse an Krypto gezeigt, richtig? Ja, jetzt ist hier so Thank You Ölprofit so eine Seite. Ja, Moment. Ja. Hallo? Ich höre Sie leider nicht mehr. Sind Sie noch am Apparat? Da hat er aufgelegt. So, naja, dann müssen wir mit der Anmelderei wohl weitermachen. Ach nee, er ruft, glaube ich, wieder an. Dann wechseln wir wieder. Ja, guten Tag. Guten Tag. Liebe Herr, ich habe schon 100-mal gesagt, ich werde mit Ihnen nicht weiterreden und niemand von unseren Mitarbeiterinnen wird mit Ihnen nicht weiterreden. Das ist aber sehr schade. Müssen wir denn dafür eine andere Telefonnummer nehmen, damit es nicht mehr auffällt? Ja, Sie sollen. Hier genau, Sie sollen. Ja, dann... Aber noch, Sie sollen einfach eine andere Stimme wählen, ja? Ja, welche Stimme brauchen wir denn wählen? Nein. Das können wir gerne machen. Die gleiche Stimme ist. Das ist die gleiche Stimme, auf jeden Fall. Ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Da war sie wieder weg. Huch. Ja. Hallo? Kuckuck. Ganz schön laut da bei euch im Hintergrund. Wollen Sie mir nicht was Schönes über Ihre Arbeit erzählen? Ja, da ist er wieder weg. Und es klingelt nochmal. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Regina? Ja. Wie geht's Ihnen? Mir geht's ganz gut. Und selbst? Ach so. Schön, dass wir uns drüber unterhalten haben. Ja, sehr schön. Und wie sieht's aus im Schneckenhaus? Entschuldigung? Ja, angenommen. Mhm. Wie sieht's denn aus im Schneckenhaus? Wie viele Leute hast du denn heute schon so beschissen? Oder hörst du da lieber Lady Gaga auf voller Lautstärke? Ist ja nett. Ja, wie viele meinst du? Ja, wie viele Leute hast du denn heute schon beschissen? Wie viele meinst du? Ja. Wie viele meinst du? Ja, wie viele hast du denn heute beschissen? Das war eine Frage. Ja, ich sage mit einer Antwort, Frage, ja? Bei der Intelligenz hoffe ich, dass da keiner dabei war. Aber schön, dass du es zugibst. Und weg ist er. Einfach nur Wahnsinn und Abschaum. So, gucken wir mal, was ihr wieder reingeklimpert habt. Einen Moment. Ja, hallo? Uschi, du musst was sagen. Dein Mikrofon ist aus. Sonst wird es nichts. So kann man kein Star werden. Mäuschen. Haben Sie nichts zu tun? Hallo, mein Mäuschen. Haben Sie nichts zu tun? Es ist aber sehr nett, dass du dich meldest. Du hast so eine wunderbare Stimme. Tschüss. Da ist er weg. Schade, schade. Und gleich der Nächste in der Leitung. Ja. Hallo?
Es war das gleiche Callcenter, glaube ich. War wieder die gleiche Vorwahl. Naja, aber weil es so schön war, versuchen wir es noch ein paar Mal. Aber wie gesagt, ich mache hier nebenbei auch noch andere Callcenter-Anmeldungen. Limericks sind kurze Gedichte. Nee, da haben wir aber was dazugelernt. Es klingelt eigentlich schon wieder, aber jetzt kommt es in der Leitung. Ja. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja, schön, dass Sie sich melden. Spreche ich mit Herrn Puschi? Ja. Ja gut, mit Herr Puschi, also ich heiße Nancy Müller aus dem Global Finanzmarkt. Ja. Lieber Herr, Sie haben sich bei uns registriert für Online-Trading, richtig? Ja, genau, hier bei Ölprofit, ja. Genau, also ich bin Ihre Kontoberaterin und bin da, um weitere Schritte richtig zu helfen. Damit werden wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren und Sie werden schon Ihre Arbeit hier beginnen, ja? Ja. Okay, das ist aber okay, schön, dass Sie sich melden. Ja. Okay, lieber Tia, dann sagen Sie mir bitte, ob haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder nein? Nee, bis jetzt habe ich da noch nicht so wirklich Erfahrungen, aber das kann sich ändern. Sie sind noch neuer Kunde. Also wir haben zwei Plattformen. Eine ist für Anfänger und zweite ist für professionelle Trader geeignet. Ja. In diesem Fall ist es besser, wenn Sie beginnen mit der Anfängerplattform, ja? Okay, dann machen wir das so, okay, wie Sie das sagen. Gut. Also wir haben drei verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten. Sie können Ihr Handelskonto mit 250, mit 500 oder mit 1000 aktivieren, ja? Ja. Sie können den passenden Betrag für Sie wählen, aber ich will auch informieren, dass wenn Sie beginnen mit 500 oder mit 1000, dann können Sie von unserer Seite auch Bonusgeld bekommen. Okay, wie viel Bonusgeld gibt es denn da? Also, wenn Sie beginnen mit 500, dann bekommen Sie von unserer Seite 100 Euro. Und wenn Sie beginnen mit 1000, dann in diesem Fall beginnen Sie schon von unserer Seite 200 Euro. Ja. Und mit 240 Euro leider haben wir kein Bonusgeld, denn das ist der niedrigste Betrag im globalen Finanzmarkt. So, also muss man da mehr nehmen? Nee, Sie können auch mit 250 Euro beginnen, genau, das ist Ihre Entscheidung. Aber ich hätte ja gern das mit dem Bonus. Genau, wenn Sie wollen das mit Bonus, dann werden Sie mit 500 oder mit 1000 beginnen. Na, dann nehmen wir 500. Wie bitte? Dann nehmen wir 500. Okay, also in diesem Fall werden Sie 100 Euro von unserer Seite als Bonus bekommen. Gut, Herr Puschi, dann sagen Sie mir, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Wie meinen Sie das jetzt genau? Ich meine Kreditkarte oder... Ach so, ja. Weiß ich nicht. Na, also ich habe so eine Kreditkarte habe ich auch, ja. Aha, und dafür gibt es auch Online-Banking, richtig? Bitte? Und dafür haben Sie auch Online-Banking, richtig? Für die Kreditkarte, wie meinen Sie das? Genau, Online-Banking benutzen Sie. Nee, Online-Banking habe ich jetzt nicht. Ich habe nur die Kreditkarte. Genau, Sie haben Kreditkarte und dafür haben Sie kein Bank-Application, damit können Sie Bestätigungen machen. Denn ohne Ihre Bestätigung geht der Prozess einfach nicht. Ach so, was meinen Sie? Ja, aber ich mache ja damit kein Online-Banking mit der Kreditkarte. Okay, also Sie haben Push-TAN vielleicht, damit können Sie TAN-Code eingeben und Transaktion bestätigen, ja? Nee, ich bekomme denn da einfach nur eine Push-Mitteilung. Also Sie bekommen eine Mitteilung und dann bestätigen Sie das? Also ich will einfach verstehen, wenn Sie versuchen Online-Transaktionen machen, dann wie bestätigen Sie das? Na, da drücke ich dann auf OK, da kommt eine Push-Benachrichtigung und dann steht da, ob ich die Transaktion auch angewiesen habe und soll das bestätigen und dann drücke ich auf Ja. Genau. Okay, ja. Lieber Tier, dann wir werden es so machen, ja? Also ich werde Ihnen Link schicken per E-Mail, ja. Aktivierungslink meine ich. Und wir werden Prozess zusammen beginnen, okay? Okay. Okay, bitte bleiben Sie in der Leitung. Aber natürlich. Sie machen das wirklich prima. Ich glaube, die nette Tante hatten wir hier heute schon mal dran. Sie hört mich gerade nicht, aber das ist die Tante mit der E-Mail und der russischen Nachricht. Und es ist das gleiche Callcenter wieder, wie wir jetzt hier die ganze Zeit gerade schon hops nehmen. Ich bin mal gespannt, wann die nette Quietschestimme wieder okay, am Telefon ist. Okay, darf ich wissen, warum machen Sie Registrierung? Was ist Ihr Sinn? Um eure Zeit zu verplempern und möglichst viel Zeit zu stehlen. Wir haben das schon verstanden. Ja. Genau, wir haben das schon verstanden. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Das wünsche ich Ihnen nicht. Wann kommt denn die Frau wieder ans Telefon, die da reinschreit? Nein. 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 Da ist er. Mensch, da hast du aber heute zu tun, wa, Pippi? Ich möchte mal wissen, wie viel muss ich Ihnen einfach erklären?
Wie viel? Ja, ganz ja, viel. Ja, wie viel? Das ja. heißt, sie sind so dumm, deswegen ich sollen so viel erklären das. Möglicherweise, aber wir können das ja so machen, dass ich mich heute den ganzen Tag noch bei euch nee. Anmelde. Natürlich. Sie können sich anmelden, das ist kein ja. Problem, aber warum denn, wenn wir haben schon ihre Nummer? Ja. Wir können einfach 4 Minuten reden zusammen, wenn sie ja. wollen einfach mit jemandem reden, das ist etwas anderes. Sie haben eine wunderbare Stimme. Ja genau, sehr wunderbare Stimme. Ja. Schönen Tag noch, tschüss. Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank, tschüss. Ja. Und da hat sie wieder aufgelegt. Gut. Und aller guten Dinge sind 12 oder so, ne? Probieren wir einfach nochmal. Nächste Anmeldung ist drin im System. Gucken wir mal, wie lange die nette Tante braucht da, oder? Bim, bim, bim. Da hat sich der Virenschutz wieder gemeldet. Ich glaube, das hattet ihr diesmal auf den Ohren. Mehr zum Quatschen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Also hier spricht Melikin, ich bin Ihre Kontoberaterin. Entzückend. Sie haben sich gerade bei uns gemeldet, ja, und Interesse gezeigt haben, am Finanzmarkt zu handeln. Auf der Website habe ich mich hier angemeldet, ja. Okay, also Sie wollen Ihre Handelskonto aktivieren, oder? Sehr, sehr gerne. Aha, sehr schön. Ich kann Ihnen dabei weiterhelfen, ja, damit Sie für Sie ein Konto, ja, ja. erfolgreich aktivieren kann. Mit welchem Betrag wollen Sie es machen? Was kann man denn da alles nehmen? Also mindestens Betrag, das ist 250 Euro. Okay. Und wir haben auch also 500 und 1000. Ja, dann nehmen wir das mit den 250. Das klingt okay, doch sehr gerne. Vernünftig. Gerne, gerne. Also haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Okay, also in diesem Fall ja per E-Mail, ja, wahrscheinlich am besten. Wenn Sie das so machen, dann machen wir das per E-Mail, ja, genau, das ist kein also, Problem. Das heißt also, okay, super, also ja. das heißt, ich kann Ihnen Aktivierungslink per E-Mail schicken. Oh, das ist prima. Nur sagen Sie, super, nur sagen Sie bitte, welche Zahlungsmethode haben Sie, damit ich Ihnen den richtigen Link schicken kann? Ist das eine Visa oder Mastercard? Habe ich eine Visa-Karte? Nee, das stimmt nicht. Das war eine Mastercard, habe ich mir hier vorbereitet. Okay, schauen Sie bitte mal. Ist das eine Visa oder Master? Hier steht Master. Aha. Ja. Also nicht Maestro, sondern Master, oder? Ja, ja. Das ist eine Master, Maestro. Okay. Hallo? Okay, Sekunde bitte. Also ich schicke Ihnen gleich. Aber natürlich. Nehmen Sie sich gerne Zeit. Ja, ja, wir haben tatsächlich wieder das gleiche Callcenter am Apparat. Ich glaube, ich habe mal wieder das Schreischwein am Apparat dran mit der Quietschestimme. Malus schreibt, schön wieder hier zu sein. Einen angenehmen späten Nachmittag zusammen. Er freut mich, dass du mit dir bist. Hallo? Ja. Okay, also Sie haben eine wirklich sehr nette Stimme. Ja, vielen lieben Dank. Erfahrung am Finanzmarkt haben Sie schon? Nee. Sie sind Anfänger. Ja, würde man so sagen, glaube ich, okay. ja. Okay, dann also am besten, wenn Sie so bleiben und keine Erfahrung am Finanzmarkt haben. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören, meine kleine Zauberpüppi. Da ist sie wieder weg. Tja. Das war wieder der Moment, wo denen aufgefallen ist, wer dran sein könnte. Aber naja, die nächste Anmeldung ist natürlich schon in den Startlöchern und eingetragen. Hallihallo. Hallo, ich spreche mit dem Chef Fischer, ja? Ja. Herr Fischer, mein Name ist Katrin Schulz, ich grüße Sie. Sie haben jetzt sich angemeldet, damit Sie Handel anfangen wollen, ja? Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Sie haben eine Werbung von General Crypto gesehen und ich rufe Sie von Bitcoin Europa. Ach so, von Bitcoin Europa, okay. Ja, ja, ja. ja okay, ja. Herr Fischer, ich bin Ihre Kontomanagerin und ich werde Ihnen dabei helfen, das alles richtig zu machen, ja? Zauberhaft.
So, sagen Sie mir bitte, sind Sie Anfänger oder haben Sie eine Erfahrung? Wie meinen Sie das jetzt mit der Erfahrung? Sind Sie neu wahrscheinlich, ja, in diesem Bereich? Ja, so ein bisschen. Also ich habe da schon mal was gemacht, aber da war dann die Kohle weg. Aha, okay. Eigentlich haben Sie schon gehandelt? Ja, da war so ein Roboter, der das für mich gemacht hat, ja. Mit Autotrader meinen Sie, ja, Autoroboter. Ja, so hieß das, glaube ich, ja, mit dem Auto. Ja, Autoroboter, ja. Okay, na hier, Fischer, dann schauen Sie bitte. Von unserer Seite bekommen Sie einen Expert, ja? Ja. Das bedeutet, dass Sie werden nicht allein sein, sondern Ihr Expert wird für Sie alles machen und parallel bekommen Sie alles von dem Expert automatisch, ja? Ja. Das bedeutet, dass Sie keine Erfahrung und kein Kenntnis dafür brauchen, ja? Ja. Von unserer Seite bekommen Sie solche Strategie, damit Sie Ihr Ziel erreichen können auch, okay? Ja. So, Herr Fischer, wahrscheinlich wissen Sie, dass am Finanzmarkt Mindestkapital 250 Euro ist, ja? Jetzt schon, ja. Ja. So, sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Na, da würde ich erstmal den Betrag nehmen, den Sie gesagt haben. Bitte? Den Betrag, den Sie gesagt 200, haben, den würde ich nehmen. 250, ja? Ja, genau. Wenn es der sein soll, so, dann nehmen wir den. Ja, ja, okay. Jetzt schauen Sie bitte. Eigentlich, womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Haben Sie PayPal, eine Karte oder Online-Banking? Was meinen Sie? Das dazwischen habe ich nicht verstanden. Das hat sich angehört, als womit möchten Sie diese Transaktion tätigen? Na, wie meinen Sie das? Wir akzeptieren PayPal, Visa oder Mastercard und auch Online-Banking. Ach so. Haben Sie auch eventuell SEPA-Lastschriftmandat im Angebot? Ich kann für Sie per E-Mail einen Link schicken und ich kann Ihnen dabei helfen, dieses Konto über PayPal zu aktivieren. Geht es? Nee, PayPal haben wir nicht. Aber wenn haben Sie möchten, Sie dann kann ich das schnell einrichten. Okay, Herr Fisch, sagen Sie mir bitte, womit wollen Sie das machen, okay? Direkt. Na, SEPA-Lastschriftmandat war ja jetzt die Frage, ob Sie das anbieten. Ich bitte Sie an, PayPal, eine Karte oder Online-Banking. Womit so wollen Sie es machen? So, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie kein SEPA-Lastschriftmandat? Nein, wir akzeptieren PayPal, eine Visa und eine Mastercard und auch Online-Banking. Ja, dann nehme ich die Mastercard. Mastercard, okay. Ja. Ich überprüfe Ihr E-Mail, ja? Moment, ja, bitte. Das ist in Ordnung. Nehmen Sie sich gerne Zeit. Okay, so, ja, sagen Sie mir bitte, was für ein Gmail Sie, Sie benutzen derzeit. Wahrscheinlich, Sie haben eine falsche E-Mail dort eingegeben, ja? Wie meinen Sie das? Hier steht popo.pp@gmail.com. So, ja, das war so eine Spaß-E-Mail-Adresse, dann muss mir die da reingerutscht sein. Okay, sagen Sie mir bitte Ihr Gmail was oder T-Online oder was für ein E-Mail Sie benutzen und wir werden unter diesem E-Mail dieses Link schicken, ja? Ja, also eigentlich müssen Sie nur das nach dem @-Zeichen ändern. Ihre E-Mail ist popo.pipi. Ja. Sind Sie sicher? Ja, und dann? Okay, dann @-Zeichen. Dann @-Zeichen. mdccfun.de. Ja. mdccfun.de. Okay, sind Sie sicher? Ja, mdccfun.de. Meinen Sie Baby Bertha oder Davy Dora? Ein Davy Dackel Club. Moment. Ja. hippie.kaka@mdccfun.de. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Ja. Das mit dem Gaga-Mail, das war nur so eine Spaßadresse, aber die geht nicht mehr. Also die hatte ich mal. Es gab mal das Postfach Gaga-Mail, aber die gibt's nicht mehr. Okay. Okay, sagen Sie mir bitte, womit wollen Sie handeln? Haben Sie schon gedacht oder nicht? Na, mit Ihnen. Nein, nein. Womit wollen Sie handeln, das Geld verdienen? Na, mit Ihrer Firma. Sie bekommen ein aktives Handelskonto von unserer Firma, ja. Ja. Genau, und bei Ihrer Firma möchte ich gerne handeln. Womit wollen Sie handeln? Mit den Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, oder?
Ach so, ja, das da kenne ich mich ja nicht mit aus. Da dachte ich, da können Sie mich am besten beraten. Da wissen Sie ja, denke ich mal, am besten drüber Bescheid. Eigentlich, ich bin keine Expertin, ja. Wie ich gesagt habe, Sie bekommen von unserer Seite einen Expert und dann Ihr Expert wird Ihnen dabei helfen, ja? Ja. So, ich habe schon dieses Link geschickt. Jetzt überprüfen Sie bitte Ihre Popo-Pipi, falls Sie es bekommen haben, und sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? So, warten Sie, da gucke ich. Okay. Da steht Katrin Schulz. Ja, da steht Katrin Schulz. Ja, und dann MFG Katrin Schulz. Und da ist ja so eine Adresse, https://rade4redom.org. Ja, ganz einfach. Jetzt klicken Sie auf diesen Link und bekommen Sie ein neues Fenster, ja? Jetzt kommt ein neues Fenster, ja? Und jetzt steht hier was mit Login. Student Login und dann kommt bei Package. Sehen Sie das? Scrollen Sie ein bisschen unten. Ja. Ja. Scrollen Sie ein bisschen unten und dann steht Beginner 249, dann kommt 499. Sehen Sie wahrscheinlich, ja? All diese Paketen. Dann steht da 999 und 1499. Nein, dort steht 249, dann kommt 499, 999, so weiter und so fort, ja? Ja, und dann steht jetzt da 1499. Ja, ja, richtig. Jetzt, Sie wollen mit 250 Euro das Handel anfangen, ja? Deswegen wählen Sie bitte aus die erste Paket und gehen wir weiter, ja? Klicken Sie auf Buy Package. Buy Pakete, Ja, ja. Ja. Haben Sie alles auf Englisch oder auf Deutsch? Das ist auf jeden Fall auf Ausländisch. Haben Sie alles auf Deutsch oder auf Englisch, meine ich das? Kann die Sprache nicht, die ist ausländisch. Was sehen Sie jetzt? Wenn Sie auf bei Package anklicken, bekommen Sie ein neues Fenster, ja? Was sehen Sie? Da steht Returning Customer. Nein, brauchen Sie das nicht. Customer, ja, okay. Haben Sie alles auf Englisch? Das ist eine englische Sprache, ja? So. Dann kommt First Name, Last Name, ja? Ich werde alles jetzt übersetzen. Geben Sie bitte zuerst Ihren Namen und dann kommt Nachnamen. Also bei First Name. Geben Sie bitte Ihren Namen, ja? Vorname und daneben geben Sie bitte Ihren Nachname ein. Das kann ich machen, ja? Ja. Welcher Name soll da rein? Zuerst geben Sie bitte Vorname ein und dann die Nachname. Und welcher Vorname muss da drin stehen? Wie ist Ihr Name? Geben Sie bitte Ihren Namen ein. Unter First Name und unter Last Name geben Sie bitte Ihren Nachname ein. Ach so, Sie meinen meinen Namen. Ritterburg 100 legt 3 Euro ins Sparschwein. Ja, das ist Ihr Name und nicht meine, ja? Sie brauchen das Konto aktivieren und ich helfe Ihnen dabei, ja? Das alles richtig zu machen. Ja, also den Firstname habe ich schon mal eingegeben. Ja. Ja. Und nun? Und dann Lastname. Lastname, den gebe ich auch ein. Ja, Franz Fischer, ja? Ganz einfach. Ja. Mhm. Habe ich drin, ja? So, dann kommt Germany. Ist schon ausgewählt, dass sie aus Deutschland kommen. Dann kommt Street Address, sehen Sie, ja? Geben Sie bitte Ihre Straße und Straßennummer ein, ja? Da kommt die Nummer rein. Straße und Straßennummer, ja. Ach so, die ganze Straße, ja? Ja, ja, genau. Okay, ist das Braunschweiger Straße 77. So, habe ich drin, ja. Und jetzt steht hier Toven. Das ist Stadt. Ach, geben Stadt. Sie bitte die Stadt ein, wo Sie wohnen. Ja, habe ich eingegeben. Und nun? Kommt dann Bundesland. Ja. Wollen Sie in Baden-Württemberg, in Bavaria und so weiter und so fort? Geben Sie bitte es, wählen Sie bitte es aus. Wo ist Bavaria? Ja. Welches Land ist das? Bavaria ist ein Bundesland. Bavarien.
Im Bundesland zum Beispiel, bei Bayern. Wo wohnen Sie? In Baden-Württemberg, in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Bavaria ist Bayern, ja. Sie können das auswählen. Falls Sie in München wollen zum Beispiel, ja? Nee, in Berlin. Berlin, okay, dann wählen Sie bitte Berlin aus. Ja. Habe ich gemacht. Okay, dann kommt Postleitzahl. Ja. Herr Fischer, wie alt sind Sie? 29. 29. Und ja. Arbeiten Sie oder sind Sie oder was machen Sie? Nee, ich krieg hier Hartz IV. Bitte? Hartz IV. Hartz IV, was meinen Sie damit? Der Staat bezahlt mich fürs Nichtstun. Okay. Haben Sie schon Bundesland eingegeben? Ja, ich habe auch schon okay. den Postleitzahl. Dann kommt Postleitzahl, ja. Ja. Haben Sie ein monatliches Einkommen oder haben Sie gar kein Einkommen? Der Staat, der zahlt mir jeden Monat Geld auf mein Konto. Aha, okay. Wie viel bekommen Sie? Also mit Wohngeld und so oder... Nein. Eigentlich, was machen Sie von Beruf? Arbeiten Sie oder studieren Sie? Na, das war meine Frage. Beruflich bin ich Harzer. Harzer, okay. So, jetzt geben Sie bitte Ihre Nummer ein. Ja. Mit 0, ja? Ja. Sie haben eine sehr angenehme Stimme. Mhm. So, ich habe jetzt meine Telefonnummer mit 0 eingegeben. Ja, Ihre Handynummer, ja? Nee. Festnetz. Festnetz, okay. Wahrscheinlich benutzen Sie auch WhatsApp, ja? Ja, Fischer, oder nicht? Nee. Nein, okay. Jetzt geben Sie bitte unten E-Mail. Welche soll ich da einschreiben? Ihr richtiges E-Mail, was Sie benutzen, ja? Ja, mache ich. Mhm. hippie.kaka@mdccfun.de Habe ich drin, ja? Und jetzt habe ich es reingeschrieben und dann? Dann kommt Icon Film, da jetzt brauchen Sie diese kleinen Zeichen anzukreuzen, damit Sie bestätigen, dass Sie volljährig sind, ja? Sehen Sie unten? Nee, ist jetzt noch nicht gesehen. Bitte? Ritterburg 100 haut einen Superchat mit 3 Euro raus. Ach so, ja, da. Okay, klicken Sie da drauf. Jetzt lädt die Seite. Einen Moment. Und dann rechts wahrscheinlich sehen Sie Place Order, ja? Ganz kleinen Moment, ich habe gerade 3 Euro okay. gefunden. Was ja, Ritterburg 100, gefunden? Vielen lieben Dank für den Superchat. So, jetzt bin ich wieder bereit. So, jetzt, wo muss ich auf den gelben Knopf? Jetzt sehen Sie ganz rechts Place Order, ja? Place Order, ja? Ja, klicken Sie da drauf jetzt. Ja. Okay. Habe ich gemacht. Okay, und jetzt brauchen Sie die Daten von Ihrer Mastercard einzugeben, damit Sie ein aktives Handelskonto bekommen können, ja? Dann brauchen Sie die Kartennummer einzugeben, dann kommt Inhabername und dann Ablaufdatum. Sehen Sie das alles wahrscheinlich, ja? Das ist dieses Google Pay. Mäckchen, bist du noch dran? Ich kann leider nichts mehr hören. Die Verbindung ist broken. Hallo? Wo soll ich denn jetzt draufdrücken? Hier steht GPay, Google Pay. Muss ich das nehmen? Ja. Irgendwie möchte die nette Schnecke nicht mehr mit uns reden. Die ist zwar noch in der Leitung, aber
Vielleicht ist ihr aufgefallen, dass wir hier nicht mehr zur Rande kommen. Naja, dann gucken wir so lange in die Kommentare, wie die Leitung jetzt hier noch läuft. So, was haben wir denn hier alles geschrieben? Ich habe schon wieder so viel geschrieben. Ocean Master, Hi Katze, ja genau. Heidex Grinsekatze ist da, Halli Hallöchen. So, jetzt hat die nette Tante aufgelegt. Mal gucken, ob sie nochmal anruft. Hallo? Hallo? Herr Fischer, hören Sie mich, ja? Ja, ich höre Sie wieder. Entschuldigung, die Verbindung war weg. Jetzt sind Sie bei der Karte, ja? Zuerst geben Sie bitte Ihre Kartennummer ein, dann kommt Inhabernamen, dann kommt Ablaufdatum und dann die drei Zahlen von der Rückseite von Ihrer Karte. Sehen Sie das alles wahrscheinlich, ja? Bei Google Play habe ich gedrückt, ja? Nein, Sie brauchen eine Karte einzugeben, ja, nicht Google Play. Sie haben mir gesagt, dass Sie eine Masterkarte haben. Oh, aber Sie waren ja dann weg und ich hatte gefragt, was dieses Google Pay ist und da habe ich jetzt drauf gedrückt. Oben nach Google Play, Sie haben eine Karte. Sehen Sie das? Ja. Aber ja, ich bin doch jetzt auf der Google Pay Seite. Kein Problem, dann klicken Sie auf Zurück. Okay, dann klicke ich jetzt auf Zurück. Habe ich gemacht. Jetzt lädt ja alles. Okay. Drehen sich ganz viele Kreise. Sieht aus wie schielende Augen. Okay, was sehen Sie jetzt? Na, hier drehen sich so Kreise. Sie haben schon ein Formular ausgefüllt, ja? Ihre Name, Nachname und so weiter und so fort. Haben Sie schon alles eingegeben? Haben wir vorhin gemacht, Sie, ja. Ja, okay. Jetzt, wenn Sie auf Zurück angeklickt haben, was haben Sie bekommen? Jetzt die Seite mit den ganzen Kreiseln, die sich da drehen, wie so Brummkreise. Brumm, brumm. Okay, dann machen Sie alles am Anfang, okay? Klicken Sie nochmal auf den Link, was ich geschickt habe und geben Sie bitte alle Ihre Daten nochmal ein und dann klicken Sie auf der Karte, nicht auf dem Google Pay, okay? Ja, dann müssen wir nochmal hier drauf warten. Ich mach mal alles zu. Ups, jetzt habe ich auch mein E-Mail-Postfach zugemacht. Jetzt muss ich mich da gleich wieder einloggen. Kleinen Moment. Jetzt bin ich in meinem E-Mail-Postfach drin. Jetzt suche ich gerade Ihre E-Mail-Adresse. Okay. So, jetzt drücke ich auf den Link. Aha. Habe ich gemacht. Okay. Jetzt wählen Sie bitte nochmal den Paket ein, aus und dann, ich werde nochmal Ihnen dabei helfen, Ihre Daten einzugeben, okay? Ja. So, dann. Ja. Wo muss ich da jetzt nochmal meinen Namen reinschreiben? Sehen Sie First Name und Last Name, ja? Ach ja, genau, da war das ja mit dem... Ja, genau. Mhm. So, dann schreibe ich das da erstmal rein. Moment. Thomas Wischner schreibt, Speisewasserverkoster. Ja, kann man mal probieren. Aber jetzt haben wir ja schon den Harzer. Nismo 7 schreibt, Top Channel. Immer weiter so. Vielen lieben Dank. So, meinen Namen habe ich jetzt eingetragen. Und dann kommt als nächstes?
Haben Sie Name und Nachname eingegeben? Habe ich gemacht, ja. Okay, dann kommt Germany, das ist schon ausgewählt. Dann geben Sie bitte Ihre Straße und Straßennummer ein. Wo meinen Sie? Ach ja, genau da. Moment, schreib das nochmal. Straße und Straßennummer, dann kommt die Stadt. Alex Grinsekatze schreibt, mein Beruf war heute Papageien-Spielzeugkäuferin. Ja, kann man auch mal machen, ne? Probieren kann man alles. So, wir lassen mir die nette Tante noch ein bisschen zappeln. Mit Papageien spielen, schreibt Karl. So, was muss ich jetzt als nächstes machen? Unter Town und City wahrscheinlich, ja. Geben Sie bitte Stadt ein. Ach ja, den Namen von der Stadt nochmal, ja? Ja. Dann mache ich das schnell. Kleinen Moment. Ihre Katzennummer eingeben. Hedex Grinsekatze ist auch nicht verkehrt. Ja. Jetzt geben wir die Daten mal nochmal richtig besonders langsam ein, damit die nette Tante hier ein bisschen was an sich selber langweilt. Schade, gerade klingelt nebenbei dann schon wieder das Telefon. Sie dein Bundesland auswählen? Ja, mache ich. Mhm. Grinsekarte. Dann Postleitzahl. Die Postleitzahl mache ich, ja. Aha. Dann die Nummer und E-Mail. Ritterbock 100, dir noch einen schönen Abend. Die Telefonnummer schreibe ich jetzt hier rein. Ja, machen Sie alles ruhig. Ja, jetzt lassen wir die nette Tante mal ein bisschen zappeln. Schließlich hat sie ja selber aufgelegt. Also müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Und jetzt hat sie ja den Elan, das hier fertig machen zu wollen, nachdem sie ja nun schon das erste Mal versemmelt hat. Hoffen wir mal, dass er noch eine Weile dran bleibt. So, also jetzt meine E-Mail-Adresse hier. Aha. pp.kk@mdccfun.de. Habe ich drin jetzt, ja? Okay, so, jetzt akzeptieren Sie bitte, dass Sie volljährig sind. Und dann klicken Sie auf nochmal Place Order, ja? Wo soll ich das akzeptieren? Unten, schauen Sie bitte, hier steht, I confirm that I am 18 plus years old. Sehen Sie das? Ganz unten. Das ist ein kleines Zeichen und sollen Sie da drauf anklicken. Sie haben das schon gemacht, ja? Ja, genau da. Machen Sie alles so, ja. Und dann auf den gelben Knopf, ja? Ja, place order, ja. Okay, dann drücke ich da mal drauf, Moment. Ja. LOL Callcenter, hallo, hallo. Und dann werden Sie Pay by Card sehen und Sie brauchen da drauf zu klicken. Also jetzt nicht bei Google, sondern da drüber, ja? Nein, nicht bei Google Pay, sondern auf Pay by Card. Ah, jetzt? Die erste brauchen Sie auszuwählen, ja. Also auf Grinsekarte? Ja, richtig. Okay, habe ich gemacht. So, jetzt sehen Sie ein neues Fenster wahrscheinlich, ja? Ein was? Nee, ich bin jetzt hier noch auf der gleichen Seite. Da kommt jetzt hier so... Das ist unmöglich. Jetzt bekommen Sie ein neues Fenster. Wo brauchen Sie Ihre Daten einzugeben? Von Ihrer Karte, meine ich. Nee, ein neues Fenster habe ich nicht bekommen. Ich bin jetzt auf der gleichen Seite. Da hat sich nur was anderes in der gleichen Seite aufgetan. Okay, Sie haben auf Pay by Card angeklickt, ja? Na, auf die Karte da, ja, Grinsekarte. Ja, so. Und was brauchen Sie jetzt zu tun? Sagen Sie mir bitte und ich werde dabei, Ihnen dabei helfen, ja? Ja, da oben steht, was? You are about to pay. You are about to pay. Das bedeutet, dass Sie brauchen jetzt eine Einzahlung zu machen, ja? Damit Sie das Konto aktivieren können, okay? Ja. Okay, jetzt. Und was sehen Sie noch? Card Number.
Kartennummer, ja, ja, das ist ja eine Kartennummer. Sie haben auf der Karte eine 16-stellige Nummer, ja? Sie brauchen diese 16-stellige Nummer einzugeben von Ihrer Masterkarte, was auf der Vorderseite geschrieben ist, okay? Ja, ach so. Das ist Kartennummer, ja. Ja, dann suche ich mir jetzt die Nummer raus, ja? Ja, Sie haben Ihre Masterkarte dabei wahrscheinlich, ja? Ja, habe ich mich ja gerade generiert. Ja, 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 okay. Jetzt geben Sie bitte diese Nummer ein, diese 16-stellige Nummer. Machen Sie alles ruhig und dann gehen wir weiter. Dann muss ich jetzt das eintippen. Kleinen Moment. Okay. Ja, lassen wir mal wieder ein kleines bisschen die nette Tante zipfeln hier. Ja, nee, die Olle kann nicht mitverfolgen. Sven Möller schreibt hier, kann die Olle eigentlich wieder live mitverfolgen, was du eintippst? Nee, kann sie nicht. Die lassen wir nicht mit Team wir hier auf unsere alte Gurke. Das packt der Livestream hier bei mir leider auch nicht. Und wie gesagt, hier heute haben wir ja technische Otzereien hier. Keine Ahnung, warum das heute alles nicht so ganz funktioniert, wie wir das wollen, aber ist ja vollkommen wurscht. Ob daraus läuft, ne? Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Ja, ich bin dann soweit, ja. Okay, jetzt, was sehen Sie unter dieser Kartennummer? Was brauchen Sie einzugeben? Wahrscheinlich Inhabername. Was sehen Sie auf Englisch? Steht Kartholdername. Ja, Inhabername. Geben Sie bitte Ihren Namen und Nachname ein, wo es auf Ihre Karte geschrieben ist, ja? Wahrscheinlich Franz Fischer ist geschrieben auf Ihrer Vorderseite. Ja. Oh, ich gebe eine, bitte. Mhm, okay. Alex Grinz, Katze schreibt nur über Anydesk. Da ist er, glaube ich, gerade nicht drin. Nee, soll nicht. Das stimmt. Haben wir hier nicht offen. Brauche ich mich hier heute auch nicht bei den komischen Stream-Problemchen. Wie gesagt, Spucke und Kleber, aber es hält. Es gibt Vögelein, die zwitschern. Im Hintergrund hört es sich ein bisschen an, als würde da irgendwas zwitschern, ne? Aber das ist das schlechte Mikrofon von der schlechten Mitarbeiterin. So, jetzt steht hier was mit MYY, getrennt mit einem Schrägstrich. Dann kommt, das ist Ablaufdatum, ja, Fischer. Sie brauchen jetzt Ablaufdatum einzugeben. Okay, dann trage ich das eben ein. Kleinen Moment bitte. Y, das ist Jahr. Ach so, ja, was hört sich so an, als könnten die immer sehen, was ich eintippe? Nee, also nicht, also im Moment nicht, nee. Ja, das hört man, dass es billig klingt. Supi. Sergio, hallo, hallo. Schön, dich dabei zu haben. So, habe ich jetzt einen Moment. Ich glaube, das war falsch. Was ist falsch? Ich habe dann Zahlendreher reingemacht. Sie brauchen das so einzugeben, wie es auf Ihrer Karte geschrieben ist, ja? Ja. Habe ich jetzt. Und jetzt steht da was mit CVV. Das ist die letzte drei Zahlen. Guckt mal, Beatmeister spendiert einen Superchat mit 5,21 Euro. Danke dir. Baue IKEA-Regale zusammen. Dort werden Sie diese letzte drei Zahlen sehen. Einen Moment bitte. Ja. Superchat von Beatmeister mit 5,21 Euro. Danke dir, baue IKEA-Regale zusammen. Vielen lieben Dank für deinen Superchat. Baue IKEA-Regale zusammen. Haben Sie es gefunden? Dann haben wir ja gute Unterhaltung. Ich muss mal schnell wieder das Mikrofon freischalten. Ja, jetzt habe ich es gefunden hier. Ja. Dann, diese schräge Nummer, ja?
Das heißt CVV. Das ist die drei letzte Zahlen. Diese drei Zahlen haben Sie auf der Rückseite. Nee, dann ist das eine andere Nummer, weil bei mir steht CVV, nicht CVV. Das haben wir nicht. CVV, das ist auf Englisch CVV, ja. Ach so, CVV, ja. Dann das ist richtig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. So, ja. Sie haben schon alles eingegeben. Jetzt brauchen diese Transaktion zu bestätigen, ja? Ja. Mhm. Machen Sie bitte es. Oskar Schläfer, hallo, hallo. So, wo muss ich da jetzt drücken? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also, sehen Sie jetzt unter diese Daten, dort werden Sie eine Taste haben mit P geschrieben. Sehen Sie das? Sie Ach, haben hier eine dieses Taste. Schloss mit Pinov. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da drücke ich mal drauf. Ja. Ja. Das jetzt steht hier, Your Transaction is being processed. Okay. Mhm. Ja. Jetzt brauchen Sie das zu bestätigen, ja? Mit Ihrer TAN oder wie Sie es immer machen. Das weiß wahrscheinlich, weil wissen Sie selber wahrscheinlich. Ja. Mhm. Jetzt steht hier, ich soll unterschreiben. Ja, machen Sie bitte diese Unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte es unten. Und dann bekommen Sie eine Bestätigung, dass Sie die Transaktion erfolgreich gemacht haben, ja? Ja. Das geht komisch. Habe ich gemacht, ich habe unterschreibt. Okay, und bekommen und wahrscheinlich jetzt brauchen Sie das nochmal zu akzeptieren oder bestätigen und bekommen Sie per E-Mail eine Bestätigung, dass Sie die Transaktion erfolgreich gemacht haben, ja? Ja. Sie bekommen eine Bestätigung, ja, unter Ihrem E-Mail, was Sie schon eingegeben haben. Da muss ich dann draufklicken, oder? Ja, ja, ja. Sie haben schon eine, Sie haben schon untergeschrieben, ja? Moment, hier kommen gerade so viele E-Mails. Leichte Luder. Jetzt starten und Nacktbilder erhalten, steht hier. Das ist nicht von Ihnen, nee? Nein, Sie haben, wenn Sie eine, wenn Sie das gemacht haben, was haben Sie bekommen denn? Ach, jetzt hier. Hier steht Willkommen to Trade for Freedom. Ja, und jetzt, was haben Sie jetzt in Ihrem Gmail oder wo? Die Leitung kaputt. Die waren so ganz komisch und dann war die Leitung im Popo. Junges Fräulein, sind Sie noch am Apparat? Junges Fräulein. Ich glaube, die Leitung ist kaputt. Kann sie nicht mehr hören. Nun gut, mein Kind. Dann ruf noch einmal an. Jo, da war sie wieder weg. Ja. Ich höre Fischer, Katrin Schuss ist wieder am Apparat. Na, hallo, die Verbindung meine war weg. Okay, ja. Jetzt sagen Sie mir bitte, Sie haben eine Bestätigung auf Ihre E-Mail bekommen, ja, oder? Was haben Sie gemeint? Na, da steht Willkommen to Trade for Freedom. Willkommen total Trade for Freedom, ja? So, wenn Sie eine Unterschreibung gemacht haben, ja. Dann bekommen Sie eine Ordennummer. Haben Sie es bekommen? Das ist eine vierstellige Nummer. Wo soll ich das bekommen? Per E-Mail. Warum? Von Ihnen oder was? Von Trade for Freedom, weil Sie eine Transaktion gemacht haben und falls Sie es wirklich bestätigt haben, auf jeden Fall bekommen Sie diese Bestätigung per E-Mail. Von Bitcoin Code. Wie startet man bei Bitcoin Code? Nein, nein, brauchen Sie das nicht. Sie haben die Transaktion freigegeben wahrscheinlich oder haben Sie es nicht gemacht? Ja, wo drückt man da auf freigeben? Das Wort kenne ich nicht. Sie
Sie brauchten auf Pay anzuklicken. Ja, und dann kam ja was mit meiner Unterschrift. Sie haben eine Unterschrift gemacht, ja. Und was haben Sie bekommen nach diesem Unterschrift? Weiß nicht, wo ich das klicken muss. Nein, Sie haben schon eine Unterschrift gemacht, ja? Ja. So, können Sie es, können Sie ein Screenshot machen und per E-Mail schicken? Von der Unterschrift? Ja. Ja, das ist natürlich sehr professionell, das mache ich gleich. Wenn Sie das gemacht haben, machen Sie ein Screenshot von dem Bildschirm, ja, Fischer, ja? Nicht, ich brauche nicht nur Ihre Unterschrift, sondern ich brauche den ganzen Bildschirm zu haben, ja? Meinen Sie das mit auf den Bildschirm schießen? Schauen Sie bitte, Sie haben eine Unterschrift gemacht. Dann, wenn Sie weiter oder eine Taste angeklickt haben, sofort bekommen Sie, dass Sie diese Transaktion erfolgreich gemacht haben, ja? Ich brauche ein Foto zu machen von diesem Bildschirm, was Sie bekommen haben, und schicken Sie mir bitte zurück per E-Mail, ja? Sie meinen, ich soll ein Bild von meinem Bildschirm machen, also ein Foto schießen? Ja, ja, genau. Aber das dauert doch dann eine Weile, wenn ich das entwickeln lasse. Kein Problem. Falls Sie Snipping Tool benutzen oder falls Sie mit dem Handy das machen, Sie können Snipping Tool oder ein Screenshot verwenden, ja? Das verstehe ich mit dem Schießen nicht so richtig. Womit arbeiten jetzt? Sind Sie am Computer oder wo ich arbeite? Sie mit dem Handy? Machen Sie das alles mit dem Handy oder jetzt haben Sie einen Computerzugang? Ja, ich bin am Computer, ja. Okay, jetzt machen Sie, Sie können auch auf Print Screen anklicken und dann mit Copy-Paste können Sie können Sie es per E-Mail schicken, ja? Ganz einfach. So mache ich jetzt mit der Kamera. Okay, das können Sie machen, ja. Soll ich damit drauf sein? Nein, ich brauche nur ein Foto, ja, was Sie auf dem Bildschirm sehen. Ja, ganz einfach, machen Sie es und schicken Sie mir bitte per E-Mail. Okay, dann schicke ich Ihnen jetzt, warten Sie, ich mache jetzt erstmal das Foto. Ja. Mach gleich ein paar mehr, ja? Mhm. Ich mach auch noch eins mit mir drauf, warten Sie. Mhm. Ja, hab ich gemacht. So, und jetzt? Junges Fräulein? Ja, bin ich da. Haben Sie irgendwelche Deklarationen bekommen per E-Mail oder haben Sie gar nichts bekommen von Trade for Freedom? Das war akustisch gerade ein bisschen komisch. Okay, also jetzt hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Okay. Haben Sie E-Mail geschickt? Wie bitte? Haben Sie E-Mail geschickt oder nicht? Ja, noch nicht. Das Foto muss ich noch schütteln. Aha, okay, ich warte auf Sie denn. Ja. Machen Sie alles ruhig, ja. Ja. So. Moment. Da warte noch. Herr Fischer, welche Hausbank benutzen Sie? Wie meinen Sie das? Haben Sie Sparkasse, haben Sie Commerzbank oder? Von der Kreditkarte meinen Sie jetzt? Ja, ja. Das ist die Commerzbank. Commerzbank haben Sie, ja. Finanz GmbH. Mhm, ja.
gleich entwickelt, das Foto. Moment. Okay, dann, Chef Chan, falls Sie die Transaktion bestätigt haben, bekommen Sie von Ihrer Bank eine Bestätigung auch, ja? Wahrscheinlich benutzen Sie auch Online-Banking, richtig? Wie bitte? Benutzen Sie auch Online-Banking, ja? Ach so, ja, ja. Ja, Sie können auch diese Transaktion in Ihrem Bank sehen, okay? Zuerst schicken Sie mir bitte dieses Foto und dann gehen wir weiter. Ja. Kann ich Ihnen das auch per Fax senden? Bitte? Kann ich Ihnen das auch per Fax senden? Nein, Fax brauchen wir nicht. Schicken Sie das per E-Mail, ja? Sie haben schon mein E-Mail und klicken Sie auf Antworten und dann einfach können Sie es mir schicken, ja? Ja. Kurz. Das eine Bild habe ich jetzt geschreddert, weil das sah doch komisch aus. Okay. Ich brauche nur dieses Foto, was Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, ja? Als Sie diese Transaktion gemacht haben. Ja. Vielleicht kann ich Ihnen das Bild senden. Es ist zwar schon am Laden. So, Moment bitte. Warten Sie bitte ganz kurz, ja? Aber natürlich. Moment. Auf dich, mein Schätzchen, warte ich doch immer gern. Ja. Mal gucken, wie lange die das hier noch mitmacht. Schick ihr jetzt meinen Screenshot, sonst legt die uns ja doch noch auf. So, Herr Fischer, dann machen wir Folgendes, okay? Mhm. Sie benutzen ein Online-Banking von Commerzbank, ja? Wie meinen Sie das? Sie können mit Ihrem Handy oder mit dem Computer in Ihrem Online-Banking einloggen wahrscheinlich, ja? Katrin Schulz war Ihr Name, ja? Ja. Muss da jetzt doch an Ihnen erstmal die E-Mail senden mit dem Foto. Okay, senden Sie bitte es an mich, aber meine Frage war, benutzen Sie Mobile Banking oder Online Banking, ja? Das im Handy in der App. Ja, die App. Okay, dann machen wir Folgendes. Sie mit Ihrer Karte diese Transaktion machen nicht können, dann machen wir das mit dem Banking, okay? Ich werde alle diese Daten buchstabieren. Brauchen Sie Empfängername, IBAN und Verwendungszweck von meiner Seite und mit dem Online-Banking können Sie ganz einfach auch Ihr Konto aktivieren. Geht es wahrscheinlich, ja? Mhm. So, die E-Mail ist raus. Schätzelein? Ja, ich bin da. Ja. Ich höre Sie. Ist die E-Mail schon da? Schätzelein? Asi Pupsi. Ja, ich bin da. Ja. Herr Fischer, jetzt loggen Sie bitte sich in Ihrem Online-Banking, okay? Aber ich habe Ihnen doch jetzt erstmal das Bild gesendet. Ja, Sie haben das schon gesendet, aber mit Ihrer Mastercard können Sie das Konto nicht aktivieren, ja? Deswegen, warum? Weil Sie haben keine 3D-Authentication, ja? Deswegen, wir sollen das mit der Bank machen, mit der Bank. Ja. Deswegen loggen Sie bitte sich in Ihrem Online-Banking und ich werde diese Daten buchstabieren und damit werden Sie ganz einfach Ihr Konto aktivieren, okay? Okay. Mhm. Wenn Sie das möchten, dann
Können Sie mir gerne noch Ihre Bankdaten ein bisschen buchstabieren? Natürlich, ja. Schnucki Burzi. Hallo? Ja, ich bin da. Sind Sie schon eingeloggt? Wo meinen Sie? In Ihrem Online-Banking, meine ich. Ja, okay. Das habe ich extra für dich gemacht, mein Schneckerchen. Okay, danke. So, jetzt gehen Sie bitte in Überweisung. Hallo? Herr Fischer, benutzen Sie WhatsApp auch? Nein. Haben Sie kein WhatsApp? Nein. Okay, könnten Sie mir Ihre Handynummer mitteilen? Nein. Warum? Habe kein Handy. Aha, haben Sie kein Handy, aber Sie haben mir gesagt, dass Sie in Ihrem Handy eine Online-Bank-Applikation haben, ja? Ja, keine Handynummer. Okay, und wie arbeiten Sie mit dem Handy denn, falls Sie keinen haben? Na, nur zu Hause im WLAN. Ah, okay. Okay, jetzt ich werde die Daten buchstabieren. Die Daten, ja? Ja. Okay, auf los geht's los. Okay, Empfängername jetzt zuerst brauchen Sie das einzugeben, ja? Ja. Geben Sie bitte groß geschrieben alles jetzt. Und? Los. Geschrieben. Nein, alles Sie brauchen jetzt, das. Ja? Nein, im Empfängername brauchen Sie alles, diese Buchstaben, was ich jetzt buchstabieren werde, brauchen so. Sie alles groß schreiben. Ja, so. Löschen Sie bitte alles und ich buchstabiere. Baby Bertha. Moment. Mhm. So, und jetzt soll ich die Bank da, meine Bankseite nochmal neu aufmachen, ja? Okay. Ja, hab alles gelöscht und alles zugemacht. Können wir nochmal richtig schön sauber von vorne anfangen. So, jetzt bin ich bei okay. der Bank-Webseite. Okay, jetzt haben Sie auf der Überweisung angeklickt, ja? Moment. Mhm. Ja. So, jetzt geben Sie bitte eine große Baby Bertha. Und dann soll ich schreiben wie Bertha, ja? Ja, großes E wie, ja. B. Nein, Sie brauchen nur ein B einzugeben. Ach so, deswegen habe ich doch gefragt. Also nur das B, wie ja. Bertha. Ja, E wie Emil, aber brauchen Sie nur E einzugeben. Also nur ein E. Ja. Ja. D wie Dora. D wie Dora. Alles, alles groß geschrieben, ja. R wie Richard. Richard oder Ricardo? Egal. Ja. Okay. O wie Otto. Ein O wie Otto. Ja, und S wie Siegfried. Dann kommt Leerzeichen. Hab ich gemacht. Geben Sie bitte jetzt großes S wie Siegfried. Großes S. Ja. Dann klein geschrieben, P wie Paula. P wie Paula, ja. Ja. Dann kommt Leerzeichen. Ja. Großes C wie Zeppelin. Ein C wie Zeppelin. Ja. Ja. Leerzeichen. Ja. Klein O wie Otto. Kleiner Otto? Ja,
O wie Otom, klein geschrieben, meine ich. Das habe ich jetzt bin ich ja durcheinander. Also zwei O dann. Nein, O wie Otto, Punkt. Punkt. Und nochmal, O wie Otto, Punkt. Also doch zwei Otto. Ja, richtig. Ja. Brauchen Sie jetzt der IBAN einzugeben wahrscheinlich, ja? Da steht jetzt bei mir Betrug. Betrag oder IBAN oder Verwendungszweck? Ja, Sie haben das eingegeben schon. Jetzt brauchen Sie IBAN einzugeben, ja? Den IBAN? Also ein IBAN, ja. Die IBAN, ich dachte den IBAN. IBAN, ja, IBAN. Also ein großes I wie IBAN. Nein, jetzt brauche ich, was kommt nach der Empfängername? Betrag oder IBAN bei Ach Ihnen? Ach so, Sie meinen da, wo jetzt da steht, SEPA. Ja, und SEPA, okay. Jetzt wählen Sie bitte SEPA aus. Ja. Habe ich gemacht. Moment. Nein, okay. So, jetzt nach SEPA, was sehen Sie? Unter SEPA jetzt. Unter der SEPA? Ja. Ist ja noch keine drin. Wenn Sie die Transaktion machen in Ihrem Online-Banking, brauchen Sie auch IBAN einzugeben, ja? Ja. Okay, jetzt geben Sie bitte IBAN ein. Ich werde das tabulieren auch. Habe ich gemacht? Nein, Sie brauchen IBAN nicht zu schreiben. Ich soll das buchstabieren, Herr Fischer. Ach so. IBAN-Nummer. Wissen Sie, was ist IBAN-Nummer oder nicht? Die SEPA-Nummer. SEPA-Nummer. Okay, geben Sie bitte großes P wie Paula. Also ein großes P wie Paula. Ja, großes L wie Ludwig. Oder Lutschen. P wie Paula, L wie Ludwig. Ja. Diese, ja. Dann kommt 83. Eine 8 und eine 2. 83. 83. 10. 10. 20. 20. 10. 10. 13. Also eine 3. 13. 13. 3 und 13 habe ich? Nein, 13 brauche ich nicht. 1 und dann 3. 13 habe ich jetzt, ja. Jetzt kommt 5 mal die 0. 1, 2. Mehr passt nicht rein, das Feld ist voll. Ich glaube, da ist dann bestimmt irgendwo etwas falsch. Soll ich Ihnen das einmal vorlesen? Herr Fischer, haben Sie nicht gemacht eine Transaktion mit Ihrem Online-Banking oder machen Sie das erste Mal heute? Das nutze ich nicht so oft. Nee, normalerweise bezahle ich dann immer in der Bank mit Karte oder beim Einkaufen mit der Karte. Okay, aber sehen Sie jetzt dort irgendwo IBAN? Ja, da steht, da sind zu viele Zeichen drin. Nein, dort haben Sie IBAN. Es ist schon geschrieben. Sehen Sie das wahrscheinlich? Soll ich Ihnen das vorlesen, was ich habe? Nein, brauche ich das nicht. Nein. Sehen Sie irgendwo Betrag? Nicht haben. Da ist, ja. Ja. Betrag. Geben Sie bitte 250. 250. Aber gerade waren es doch noch 249. Sie wollen mit 250 Euro das Konto aktivieren, ja? Deswegen brauchen Sie 250 einzugeben. Jetzt machen wir das mit dem Online-Banking und nicht mit der Karte, okay? Ja. Und der Betrag steht wahrscheinlich bei Ihnen bei IBAN. So, na, ich habe den Namen und dann habe ich da die IBAN und dann habe ich die Summe.
IBAN. Jetzt geben Sie in IBAN, was ich jetzt buchstabiere, ja? Da habe ich doch schon reingeschrieben. Sie haben das nicht geschrieben. Doch. Sie haben mir gesagt, dass das war voll und Sie könnten mehr Buchstaben nicht einzugeben. Ja, ja, da stand, dass das voll war. Das ist unmöglich, Herr Fischer. Soll ich Ihnen vorlesen, was ich von der IBAN schon drin habe? Okay, lesen Sie mir bitte das. Ja, da steht PL 8. Nein, 2, nur 8, einmal 3. PL, nicht zweimal. Okay, Sie? Löschen Sie alles. Ich soll alles rauslöschen. Buchstabieren. Löschen Sie diese IBAN nur. Empfängername, oh nein. Haben Sie richtig eingegeben. Ich hab da auf die Löschtaste gedrückt, jetzt sind aber alle Felder wieder okay, leer. Okay, ich werde alles am Anfang buchstabieren. Geben Sie bitte im Empfängername großes Baby Bertha. Moment, nicht so schnell. Okay. Also jetzt kommt ein großes B, ja? Wie Bernd. Mhm, ja. Okay, das habe ich geschrieben. Dann kommt E wie Emil. Oder Erektionsstörung habe ich. Ja, D wie Dora. Und ein D wie Dackelclub. R wie Richard. R wie Ricardo. O wie Otto. Also das war jetzt alles klein, ja? Nein, alles groß. Oh, jetzt, also alles groß. Dann mache ich nochmal raus, ja? Weil ich habe nur den ersten Buchstaben groß. Kein Problem. Warten Sie. So. Okay. Also ein großes B, ja? Aha. Was kommt dann? E wie Emil. Ein kleines E, ja? Nein, alles groß. Ach, da kommt wieder ein großes E. Ja, ja. Okay. Habe ich gemacht? Großes D wie Dora. Großes Dora, ja. Großes R wie Richard. Ein großes R wie Richard. Großes O wie Otto. Großes O wie Otto. Ja, großes S wie Siegfried. Große Siegfried. Leerzeichen. Ja. Großes S wie Siegfried. Ein großes S wie Siegfried, habe ich geschrieben, ja. Jetzt klein geschrieben, P wie Paula. Aber Paula schreibt man doch eigentlich groß. Nein, klein. Ach so, und dann nehmen wir eine kleine Paula. Ja. Dann kommt Leerzeichen nochmal. Ein kleines, ja. Leerzeichen. Ein Leerzeichen, ja. Ich habe jetzt gedacht, ja. Okay, dann habe ich das jetzt gemacht, ja. Jetzt ein großes C wie Zeppelin. Ein C wie Zeppelin. Ja. Dann kommt nochmal Leerzeichen. Wieder ein Leerzeichen. Mhm. Klein geschrieben, jetzt O wie Otto. Ein kleiner Otto, ja? Aha. Aber Otto schreibt man doch eigentlich auch groß. Nein. O. Okay. Punkt. O. Punkt. Also O. Punkt. O. Punkt. Habe ich, ja? Ja. Jetzt brauchen Sie IBAN. Ja. Geben Sie bitte großes P wie Paula. Großes P wie Paula. L wie großes L wie Ludwig. Ein großes L wie Ludwig. Ja. Dann kommen Zahlen. 8, 3. Also 1, 3, 8, 3. Nein. Löschen Sie diese Zahlen und geben Sie bitte nach P wie Paula kommt L wie Ludwig und dann kommt 8. Eine 8 habe ich geschrieben, ja. 3. Moment. Kurz. Ich muss mal meine Brille kurz putzen, da ist ein Käfer gegen geflogen. So. Also ich habe jetzt eine 8, ja. 8, dann kommt 3. 8, 8, 3? Nein, 8, 3. Ach, nur 8, 3. Ja. Okay, dann habe ich das. 10. Das habe ich akustisch nicht verstanden. 10. Zähne? 1, 0. Ach so, eine 1 und dann eine 0. Ja. Ich habe verstanden, Sie meinen Zähne. Ich soll ein Z schreiben, dachte ich. Nein. Okay. 2, 0. Eine 2 und eine
0 war das, ja? Ja. Okay. 1-0. Moment, nicht ganz so schnell. Eine 1. Und was war die zweite Zahl? 0. Eine 0. Ja. Ja, habe ich. 1-3. 1-2, ja? 3. Also 1-2-3. Nein, 1-3. Brauchen Sie kein 2 einzugeben. Ach so, nur die 1-3. Ja. Ja, habe ich. Jetzt kommt 5-mal die 0. Also 5, dann das Malzeichen und eine 0, ja? Nein, wissen Sie, was bedeutet 5-mal? 0-0-0-0-0. So, warten Sie, also 0-0-0-0-0-0-0. Nein. Nein. 5 mal die 0. 5. Hab ich? Junges Brülein, ich höre Sie schon wieder. Hallo. Nicht ja. Hallo. Ja. Guten Tag, Herr Fischer. Guten Hier Tag. Spricht der Michele. Jetzt, ich buchstabiere nochmal alles, ja? Haben Sie 83? Verstehe nicht ganz. Wer sind Sie denn jetzt? Ich bin von der finanziellen Abteilung. Jetzt, ich buchstabiere alles nochmal, ja? Wo ist denn also die nette Dame hin? Schreiben Sie bitte. 83. Haben Sie das? Na, also ich soll jetzt nochmal alles rausmachen. Jetzt, ich buchstabiere nochmal. Haben Sie Empfängername schon geschrieben, ja? Da steht R-B-Dros-K-O. Ja. Ja. Okay. Jetzt IBAN. Schreiben Sie P wie Paula. Moment, nicht ganz so schnell bitte. Okay. Ein P habe ich, ja? Ein kleines P? Nicht MP, sondern P wie Paula, groß. Na, die Dame sagte gerade, ich soll nur das P machen. P wie Paula und ja. L wie Ludwig. Ach so, und das L aber dann groß oder klein? Alles groß. Alles groß, okay. Ja, aber ich habe oben in der Überschrift habe ich nicht alles groß, ne? Das spielt keine Rolle. Also in IBAN, Sie sollen alles mit großen Buchstaben schreiben. Ja. Jetzt schreiben Sie die Zahlen. 83... Moment. Also die 3 und die 80, ja? Nein, 83. So. Verstehen Sie kein Deutsch? Doch, ich verstehe Deutsch. Ja, schreiben Sie 83. Eine 8, 3. Ja? Ja. Dann kommt 1-0. 1 und eine 0 habe ich, ja? Dann kommt 2-0. Hatten Sie nicht ganz so schnell? Eine 2 habe ich und dann war, wie war die zweite Zahl? 0. 0. 0. Noch eine 0, ja? Ja. Ja. Dann kommt 1-0. 1. 0 habe ich. Nicht 0, sondern 3. Nicht 0, 3. Jetzt bin ich durcheinander. Also 1-0, 1-3. 1-0, 1. 3 habe ich, ja. Haben Sie. Jetzt 0. Ja. Nochmal 0. Ja. Nochmal 0. Ja. Nochmal 0. Ja. Nochmal 0. Ja. Dann kommt 4. Okay. 0. Ja. 2. Ja. 0. Ja. 4. Ja. 8. Eine 8. 0. Eine 0, ja. 3. 3. 8. Eine 8, ja. 8. Eine 8, ja. Und 0. Die passt nicht mehr rein. Was haben Sie geschrieben? Wiederholen Sie das.
Also von ganz vorne die Zahl, ja? Ja. Auch die Buchstaben also, mitsagen, ja? Auch mit Buchstaben. Sagen Sie mir, was haben Sie geschrieben? Habe ich ein großes P wie Paula? Ja. Dann ein großes L wie Ludwig? Ja. Okay. Dann habe ich eine 8? Ja. Eine 3? Ja. Eine 1? Ja. Eine 0? Okay. Eine 1? Nicht 1, 2. Da kommt eine 2 hin, ja. Ja. Dann habe ich eine 0? Ja. Noch eine 0? Nein, 1. Also die 0 auch weg und dann da eine 1 hin. Also, löschen Sie alles und ich buchstabiere das nochmal. Okay, dann drücke ich wieder auf die Alles-Löschen-Taste. Ja. Moment. Nicht Empfängername, sondern nur IBAN. Oh, jetzt ist der Empfängername auch weg. Okay, schreiben Sie mit großen Buchstaben und machen wir das schnell, ja? Schreiben Sie Baby Bertha, alles groß, Baby Bertha. Also 2B oder 1? Nein, 1B. Machen Sie damit Spaß, oder? Nee, aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Ja, also, ich kann auch das von meiner Seite machen. Sagen ja. Sie mir Ihre Anmeldungsdaten, womit ich mit Ihrem in Ihrem Online-Banking einloggen kann. Und ich mache alles von meiner Seite. Und Sie können das nur bestätigen. Okay, machen wir so. Machen wir das so, ja. Okay, sagen Sie mir Ihre, also bei welcher Bank sind Sie Kunde? Bei der Landesbank Berlin. Das ist die Berliner Sparkasse. Okay. Okay. Und sagen Sie mir Ihre Anmeldungsdaten. Buchstabieren Sie das. So, Sie meinen das, was ich da am Computer eingebe? Ja, womit, also Anmeldungsdaten, womit Sie ins System einloggen können, in Ihrem Online-Banking. Aber Sie haben schon mit Frau Schulz gesagt, dass Sie Kunde beim Commerzbank sind. Mit der Kreditkarte, ja. Ach so, mit dem Kreditkarte. Okay, sagen Sie mir Ihre Anmeldungsdaten. Buchstabieren Sie das. Ja. Das ist dann die D. D. Ja. Also ja. Dora Emil. Ja. Dann die 43. Ja. Dann die 1. Okay. 0. Ist das IBAN oder... Ja. Ist das Anmeldungsdaten? Ich brauche Ihre IBAN nicht. Ich brauche Ihre Anmeldungsdaten, womit ich in Ihrem Online-Banking einloggen kann. Haben Sie verstanden? Na, das und sind ich mache alles von meiner Seite für Sie. Ja. Also diktieren Sie Ihre Anmeldename, ja. Womit Sie in Ihrem Online-Banking einloggen können. Buchstabieren Ach so, Sie Ihre Anmeldung. Sie meinen diese Zahl. Ja. 1. Haben Sie? Hallo? Kann sie leider nicht mehr hören. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Ja. Ja. Können Sie weitermachen? Haben Sie die 1? Können Sie weiter? Weiter. Ach so, dann, die 1, die haben Sie gut. Dann die ja, habe ich, du Arschloch. Hab ich, was kommt danach, du Arschloch? Warum beleidigen Sie mich auf einmal? Du bist Arschloch. Das verstehe ich jetzt nicht. Weißt du, wie heißt deine Vater? Weißt du, wie heißt deine Vater? Mein Papa? Du weißt das nicht. Ja. Er heißt Gerald. Du weißt das nicht. Nein, deine Mutter ist Schwampe und du weißt das nicht. Die benutzen aber komische Wörter, sie Betrügerin. Ja. Habe ihre Zeit verplempert, über eine Stunde. Ach so. Ja, nein, ich habe herzlich nur zwei Minuten gesprochen und ich weiß, dass du Arschloch bist. Aber die nette Tante von gerade eben hat schon mehrfach angerufen. Also innerhalb in zwei Minuten habe ich also Geld verdient, ja? Ja. Und du hast nur verdient Zeit hast du den Tod, aber nicht Geld. Ja, ja. Nein, nein. Du bist Arschloch, okay? Und du eine Betrügerin. Nein. Doch. Du hast gar keinen Cent eingezahlt. Und du bist eine Betrügerin. Nein, du bist Arschloch. Kriminelle. Professionelle. Eine professionelle Kriminelle, die aufgelegt hat. Sehr seriös, das stimmt. Michael Wittmann, jetzt platzt sie. Naja, mit dem Platzen hat sie sich ja noch ein bisschen in Zaun gehalten.
Dein Mut. Mit einer Handynummer ruft er an. Ja, guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Laudio. Ja. Schauen Sie ganz lernen. Mein Name ist David Winter. Ich glaube, Sie. Knusprig, ganz genau. Ja. Sagen Sie bitte, Sie haben vor kurzem bei unserem System angemeldet, Kryptowährungshandelssystem. Ist das korrekt? Kann sein, ja, hier steht bloß Gratulation. Ja, also bei unserer Werbung. Ja, sagen Sie mir bitte, haben Sie die Erfahrung überhaupt im Handel? Was hatte ich? Die Erfahrung. Haben Sie schon gehandelt? Nee. Haben Sie nicht? Nee. Sie haben etwas gelesen, ja, oder geschaut im Internet über das Geschäft? Ja. Ja. Ah, verstanden. Okay. Ach so, und nun legt er einfach auf. Kann man so machen? Wenn wir Glück haben, es klingelt hier schon wieder auf der Leitung. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch hochpoppt hier am Computer. Nee. Ja, hoffen wir mal, dass sie nochmal anruft. Ich habe mal am Telefon abgenommen und nichts gesagt und wieder aufgelegt. Manchmal rufen sie dann gleich nochmal an. Ja, da ist sie wieder. Und Handynummern benutzen sie jetzt gerade gerne. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was. Mhm. Ich spreche mit Laurio. Ja, knusprig. Gut, mein Name ist Marie und ich stelle Ihnen eine internationale Investmentgesellschaft Finisterre vor. Ja. Sie haben sich kürzlich für den Handel mit dem Software-System Cryptomethod registriert, richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Sie haben sich kürzlich für den Handel mit dem Software-System Cryptomethod registriert, ja? Gerade eben. Entschuldigung? Gerade eben. Okay. So, haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder ist dies Ihr erstes Mal? So, wie meinen Sie das? Weil Handeln, da mache ich schon länger. Das mache ich hier bei eBay immer. Sie haben sich auf unsere Crypto-Method-System registriert, richtig? Ja, ich denke, ja. Aber bei Ihnen ist es komisch da im Hintergrund, da ist so laut. Warum? Weiß ich doch nicht warum, das war ja die Frage. Okay. Möchten Sie investieren? Worin denn? Entschuldigung? Worin denn? Sehen Sie. Ich erzähle ein bisschen über unsere Plattform. Mhm. Sie können auf unserer Plattform mit Hilfe eines Finanzexperten und eines Roboters handeln. Ein Finanzexpert hilft Ihnen beim Umgang mit dem Finanzmarkt, sagt Ihnen, wann und was Sie kaufen und verkaufen müssen. Ja. Das automatische System funktioniert auf dem Stop-Kelle-System. Es wählt, wann zu verkaufen und wann zu kaufen. Aktien oder Kryptowährungen. Das System ist in 19% der Fälle genau. Aber um es einzurichten, muss Sie einen Finanzexpert anrufen. Er wird Ihnen helfen, es einzurichten. Ja, das ist aber schön. Gut. Und sehen Sie, jetzt haben Sie drei Möglichkeiten. Sie können mit drei Beträgen beginnen. Mit 250, mit 500 oder 1000 Euro. Kunden, die keine Erfahrung haben, beginnen mit 250 Euro. Ja. Das ist unser technisches Minimalsum. Es würde nur Geld schlafen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen. Welche Geld schlafen? Mit wem? Entschuldigung? Es würde nur geschaffen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen. Ja, ja, meine wunderbare Stimme. Habe ich direkt sogar mal meinen Hörer leiser gemacht. Gut. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ihre E-Mail-Adresse ist knusprig.knusprig@gmail.com. Knusprig. Aha, gut.
Können Sie bitte ein bisschen warten und meinem Manager senden Sie ein E-Mail, okay? Ja, wie sieht es dann aus? Und dann möchten Sie beginnen mit minimaler Summe, richtig? Das haben Sie gut erklärt. Gut, so. Wir beginnen mit unserer Minimalsumme zu investieren. Das ist auf jeden Fall nett, ja? Ja. Und was denkt Sie? Ich habe Sie akustisch nicht richtig verstanden. Ihr Skript wurde gerade von einer Audiostörung unterbrochen. Okay. Okay, ich kann Ihnen ein bisschen nur einmal erzählen über unsere Arbeit, okay? Ja. Über unser System und Finanzmarkt und so weiter. Das machen Sie gut. Verstehen Sie, was bedeutet Finanzmarkt? Na, der Finanzmarkt, das ist doch da mit Banken und so, ja? Naja, gut. Ja. Und wir arbeiten mit Finanzmarkt und Finanzexperten. Finanzexperten kann Ihnen helfen, verschiedene Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Muss man da denn irgendwelche Steuern bezahlen? Naja, Sie müssen Ihre Kunde machen und nicht Kunde, Konto machen. Ja. Und ich muss Ihnen Ihre Sicherheitscode sagen, okay? Sicherheit, sagen Sie mir einen Code. Ja, okay. Sie haben Sicherheitscode. Dieser Sicherheitscode, Sie müssen nur fragen, aber nicht sagen, okay? Nichts sagen. Und was bedeutet das denn? Was muss ich mit diesem Sicherheitscode machen? Dieser Sicherheitscode bedeutet, dass nur unser System, nur unsere Kompanie und vielleicht nur ich kann mit Ihnen sprechen, okay? Also nur Sie und kein anderes? Ja. Ja. Gut. So, Ihr Sicherheitscode ist 0. 0. 0. 9. 0. 9. 8. 8. Und 2. Und die 2, die schreibe ich mir wohin, wo das dann keiner sehen kann, dass das wirklich gut geschützt ist. Mhm. Ja. Okay. Und wir können Sie beginnen mit unserer Kompanie, mit unserer Investmentgesellschaft zu investieren. Ja, richtig? Ich denke, das klingt auf jeden Fall höchst interessant und dass wir das dann mal ausprobieren könnten. Mhm. Okay, so möchten Sie beginnen mit unserer Minimalsumme, richtig? Ja, ich würde erstmal mit möglichst wenig erstmal anfangen. Ich dachte jetzt erstmal so an 15.000. Ein 15.000? Ja. Okay, okay. So, unsere Manager senden Ihnen ein E-Mail. Okay, und wann kommt denn E-Mail? Jetzt, sehen Sie. Ach so. Also muss ich mich in mein E-Mail-Postfach einloggen. Okay, ja. Ich kann warten. Ja, das machen Sie gut. Okay. Und ist die E-Mail jetzt von Emil schon gekommen? Diese E-Mail kommen von Ray Hansen. Von wem? Ray Hansen. Das ist mein Manager. Ray Bonsen. Ray Hansen. Ach, Ray Hansen. Ja. Also wie Heuschnupfen. Entschuldigung? Also, so, wie spricht man das denn genau aus? E-Mail von Ray Hansen, sehen Sie? Ray? Spricht man das Ray? Ja, Ray Hansen. Hansen. No. Ja, naja. Ja? Ja. EN. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, eine Mail von Ray Hansen. Von Ray Hansen. Ist das richtig?
Dann suche ich jetzt danach. Gut. Ja, 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 gut. Sehen Sie? Nee, ist noch nicht da. Aber können, vielleicht können Sie aktuell Ihre Mailadresse oder können Sie auf Spam sehen? Ich kann beim Sparen mal nachgucken, ja? Mhm. Gucken wir mal, was der so alles eingetütet hat, der Spahn. Nee, aber bei Spahn ist auch nichts. Okay, können Sie bitte aktualisieren Ihre Seite? Ja. Gut, sehen Sie? Habe ich aktualisiert, ja. Entschuldigung? Habe ich aktualisiert. Okay, sehen Sie E-Mail auf Rui Hansen? Nee. Okay, wir können warten. Ja. Ein bisschen. Okay, wenn Sie warten möchten, ist das kein Problem. Mhm. Und was haben Sie heute schon den ganzen Tag so Schönes gemacht? Naja. Ja. Ja. Das klingt gut. Gut. Warten Sie bitte eine Minute. Nur eine Minute. Ja. Gerne warte ich auf Sie eine Minute. Sie haben sich schon bereits so viel Zeit für mich genommen. Ach Mensch, da fällt mir doch glatt ein Schwein vom Herzen. Lady mit schöner Stimme, sind Sie noch da? Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja. Sehen Sie E-Mail vom Rui Hansen? Nee, ist noch nicht da. Okay. Okay, let's go. Vielleicht Ihre E-Mail-Adresse. So, ich muss buchstabieren Ihre E-Mail-Adresse. Das ist gut, wenn Sie das buchstabieren müssen, ja? K. Ein was? Ein was? K wie Königsburg. Ja? Ich meine ein K wie Kloßbrühe. Ja. Ja. N. Ein N wie Nadelstecher. Ja. Ja. U. Ein U wie Unterleibsschmerzen? Mhm. Ja. S. Ein S wie Schimmeldöner? Mhm. P. Ein P wie Papa? Naja. Ja. R. Ein R wie Rotze? Naja. Ja. Naja, ja. Ja. I. Ein I wie Intimverkehr? Mhm. Ja. G. Ein G wie gay? Aha. Ja. Dann Punkte? Na, nur einer, nicht zwei. Ein Punkte? Ne, einer, nicht zwei. Okay. Ja. Ein Punkte? Ne, Punkt, dann nicht Punkte. Und was? Na, nur Punkt, nicht Punkte. Einzahl. Okay, Punkt. Ja, Punkt. Und dann, und dann noch einmal K-N-U-S-P-R-I-G. Also Sie meinen, ja. Also knusprig wie knusprig, also ein K wie knusprig, dann ein N wie nusprig, ein U wie usprig, ein S wie sprig. Warten Sie bitte, warten Sie bitte. Ja? Sprechen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? Nee. Was ist das? Kann man das essen? Nur interessieren. Ja. Verstehen Sie Englisch oder nicht? Nein. Okay. Nee, ich esse gerne Englisch, aber verstehen tue ich das nicht. Okay. Also können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse noch einmal aktualisieren? Ja. Ist noch okay, nicht da. Sie? Okay. Verifizieren Sie bitte Ihre Spam. Wie macht man das? Spam. Verifizieren Sie bitte. Spam. Bahn. Okay. Ja. Sehen Sie? Also im Spanordner ist nichts drin, aber wenn Sie möchten, könnten Sie gerne nochmal meine E-Mail-Adresse wiederholen. Okay, wir senden Ihnen noch einmal diese E-Mail, okay? Sie haben ja meine E-Mail-Adresse noch nicht komplett vorgelesen, deswegen weiß ich ja jetzt auch nicht, ob sie richtig ist. Aber Sie haben buchstabieren Ihre E-Mail-Adresse und sagen, dass es ist richtig, ja? Knusprig. Punkt. Knusprig.
mdccfun.de. Ja. Ja. Mhm. Müsste dann auch was ankommen, wenn Sie was versenden. Können Sie bitte warten, eine Minute. Ja, soll ich Ihnen die E-Mail-Adresse so lange nochmal vorlesen? Nur warten, warten Sie bitte eine Minute. Okay, mein Schätzelein. Da haben wir eine ganz nette jetzt am Telefon, wa? Okay, so, unsere Finanzexperten können mit Ihnen ein bisschen sprechen, okay? Ja, wir können auch mit anderen Leuten ein bisschen sprechen. Okay. Okay. Hallo, Laurio. Knusprig, knusprig ist mein Name, ja. Hallo. Okay. Hallo, hören Sie mich? Ja. Gut. Ich heiße Jeff, okay? Ich spreche Deutsch schlecht, aber ich kann verstehen, was sagen Sie, okay? Ja, das merke ich. Super. Super. Wir müssen kontrollieren Ihre E-Mail-Adresse. It's knusprig.knusprig. Ja. Aber was ist after at? Gmail.com? Gmail.com oder was? Mag kein after at. Nach dem @-Zeichen kommt mdccfun.de. mdccfun.de. Okay, warten Sie bitte kurz einen Moment. Spannend. Möchten Sie sich für Ihre schlechte Aussprache einmal entschuldigen? Okay, Laurio, ich rufe Sie zurück, okay, mit einer Minute, okay? Ich kann auch so lange warten. Okay. Ja, dann hat er einfach aufgelegt. Tja, ich glaube nicht, dass der sich hier nochmal zurückmeldet. Der wollte uns einfach nur irgendwie abschütteln. Das Telefon klingelt bereits wieder. Guten Tag. Guten Tag, ja, wo ist was? Hallo, Mayer ist am Apparat. Entzückend, hallo. Ja, wo ist was? Hallo, Mayer ist am Apparat. Ich melde mich von Handelsplattform. Wilhelm Wurstwasser. Bitte? Danke. Danke. Also, ich habe Sie nicht verstanden. Wilhelm Wurstwasser. 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 Genau, also Wurstwasser. Genau, Wurstwasser. Wurstwasser. Nee, nicht Brustwasser, Wurstwasser. Genau, also ich sage Wurstwasser. Wurstwasser. Okay, ja, Wurstwasser. Mein Name ist Liv Meyer. Tschüss. Und ich bin Kontomanagerin von Handelsplattform. Ja. Wie ich in meinem System sehe, Sie haben Interesse auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ist das richtig? Ihre Stimme ist der absolute Sweet Spot. Wie ich in meinem System sehe, Sie haben Interesse auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ja. Ist das richtig? Aber natürlich. Okay. Ja, Brustwasser. Wurstwasser. Wie ich gesagt habe, ich bin Ihre Kontomanagerin. Mein Name ist Liv Meyer. Ich werde Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren und erkläre, wie das alles funktioniert, okay? Vielen lieben Dank. Das ist sehr zuvorkommend von Ihnen. Okay. Also, wie Sie schon wissen, minimale Summe vor Starteinsatz ist 250 Euro. Womit Sie können Ihre Handelskonto aktivieren und Handelsprozess anfangen. In Ordnung. Das ist Ihre erste Investition. Ja. Und dann bekommen Sie von unserer Seite professionelle Unterstützung von Finanzexperten. Sie haben mindestens 10-jährige Erfahrung in diesem Bereich. Nee. Also Sie bekommen Ihre eigene Finanzexpert. Ach so, ja. Genau. Ja. Die hilft Ihnen dabei, zu generieren maximale Profiten. Die macht für Sie fundamentalische, technische, statistische Analysen. Das klingt gut. Was bedeutet das für Sie? Alles läuft automatisch, ja?
Ganz von allein dann? Bitte? Ganz von allein? Also nein, Sie entscheiden nein. alles selber. Aber Sie brauchen dafür nicht stundenlang am Computer zu sitzen, ganze Finanzmarkt analysieren und zu recherchieren. Ja. Weil Sie bekommen alle benötigten Informationen von Ihrer Finanzexperte. Aber Sie entscheiden dann alles selber, ja? Okay. Okay. So, nach der Aktivation, Sie bekommen erste Anrufe von Ihrer eigenen Finanzexperte. Die erklärt Ihnen, wie funktioniert unsere Handelsplattform, welche Handelsmöglichkeit ist jetzt besser und womit können Sie mehr Profite bekommen. Dann werden Sie zusammen entscheiden, wo wollen Sie Ihr Geld investieren. Ja. Wollen Sie Handel zum Beispiel mit Krypto oder mit Aktien und so weiter. Und wie Sie wissen, also Sie zahlen uns kein Geld. Wir nehmen 3% nur von Ihren Profiten und nicht von Ihren Investitionen. Ach so, also ist das kostenlos. Also das ist nicht ganz kostenlos, aber Sie zahlen nicht keine ganz. Extra Geld. Genau, also wir nehmen Prozent von Ihren Profiten und nicht von Ihren Investitionen. Okay. Also was bedeutet das? Also von uns ist auch sehr wichtig, dass Sie große Gewinne erzielen, ja? Große Gewinne, genau sind deswegen, Gewinne sind immer gut. Natürlich. Habe ich und mit Ihnen genau, ja ein ganz großes Los gezogen. Bitte? Da habe ich mit Ihnen ja ein ganz großes Los gezogen. Okay. Okay. Also, haben Sie noch Fragen oder haben Sie damit alles verstanden? Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Was muss ich dann jetzt für Sie tun? Also, mit welcher Summe wollen Sie Handelskonto aktivieren? Minimale Summe ist 250 Euro. Dann kommt also mittleres Niveau von 100 Euro. Dann kommt Trader Elite. Und Sie haben gefragt, ob das live ist? Nee, also das ist nicht Summe live. Mit wollen Sie Handel anfangen? Nur ein kleines bisschen. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie akustisch leider nicht verstanden. Okay. So, mit welcher Summe wollen Sie Handelskonto aktivieren und Handelsprozess anfangen? Genau. 250 Euro. Aber ich würde Ihnen auch noch einen Euro Trinkgeld auflegen. Okay. Benutzen Sie Visa oder Mastercard? Welche ist denn da für Sie besser? Also für mich spielt keine Rolle. Womit wollen Sie Handelskonto aktivieren? Ja, dann würde ich mich entscheiden für... Welche Karten waren das jetzt nochmal? Ich bin so aufgeregt. Also, Kreditkarte brauchen wir. Eine Kreditkarte. Visa, ja. Genau, Visa oder Mastercard? Die sind beide vorhanden. Okay, so, ich sende jetzt per E-Mail einen Link. Ja. Moment bitte. Womit Sie können also eine normale Überweisung tätigen und Ihre Handelskonto aktivieren. Ich werde an die Leitung bleiben und alles Schritt für Schritt erklären. Das ist ich helfe Ihnen dabei. Okay. Ja. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Möchten Sie das wirklich wissen? Ja, natürlich. 29. Ja. Habe aber noch nicht viele Erfahrungen. Okay. Sie atmen so schön ins Telefon. Das macht mich ganz wuschig. So, machen Sie das mit Handy oder mit Computer? Was denn? So, Überweisung. Überweisung? Ich dachte, wir zahlen mit Kreditkarte. Genau, und machen Sie das mit Handy oder mit Computer? Ich denke, dass ich dazu meinen Computer benutzen werde. Okay, dann also schalten Sie bitte Ihren Computer ein und überprüfen Sie bitte Posteingang. Okay, dann starte ich jetzt gleich den Computer. Ich gehe dazu erstmal in mein Arbeitszimmer. Okay. So, Sie sind schon zeitlose große Familie.
Oh, dann schauen wir mal. Ach, ich muss erstmal an die Schaltersteckdose hinunterkabeln. Einen kleinen Moment bitte. Gleich bin ich soweit. Okay. So, öffnen Sie bitte, also haben Sie Nachricht bekommen per E-Mail? Der Computer startet gleich. Achso, okay. Ich beeile mich extra. Okay. Sollte gleich soweit sein. So, ich habe erstmal die Schaltersteckdose eingeschaltet. Okay, also. Jetzt überprüfen Sie bitte Ihre Posteingang. Sie bekommen Nachricht von support@hobitrades.com. Ich schalte erstmal den PC ein. Sollen wir warten, okay. Gleich hochgefahren. So, einen Moment bitte noch. Okay. Jetzt hier. Einen Moment. So, jetzt das hier für zwei Minuten. Okay. Ich verstehe Sie gerade nicht so gut. Der Rechner fährt gerade hoch. Einen Moment bitte. Okay, jetzt Sie werden meine Kollegen. Mathe und Kollegen. Einen Moment bitte. Ich sehe schon das Windows-Logo. Kleinen Moment. Hallo? Einen Moment bitte. Schönen Tag. So, der Computer ist angeschaltet, ja? Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie. Wer sind Sie denn jetzt? Sehr gut, sehr gut. Matteo Costa am Apparat, entschuldigen wir. Ich sollte Sie sprechen. So, aber wo ist denn jetzt die nette Frau? Ja, ja. Meine Kollegin hätte Termin und deswegen ich sollte sie sprechen. Das so, ist aber schade. Wissen Sie denn das Passwort? Kein Problem, ich weiß alles. So, kein Problem. Wie lautet dem, das Passwort? Welche Passwort? Wo möchten Sie das? Die Dame hat mir ein Passwort verraten, das mir von allen genannt werden soll. Wenn ein anderer dran ist, hat sie vorhin gesagt. Ach so, einen Moment bitte. Ja. Sind Sie noch da, junger Mann? Ja, ja, ja. Mein Name ist Matteo Costa. Ja, bleiben Sie an der Leitung, bitte. Aber natürlich. Sie haben auch eine sehr schöne Stimme. Okay. Herr Wolfgang, welche Passwort brauchen Sie? Herr Wurstwasser. Wie bitte? Herr Wurstwasser. Herr Wurstwasser. Ja, Herr Wurstwasser. Entschuldigen wir. Ja, welche Passwort brauchen Sie? Das Passwort, das die Dame gesagt hat. Die Dame sagte, wenn jemand anderes am Telefon ist, dann soll immer die 00982 genannt werden. Ansonsten darf ich nicht mit den Leuten sprechen. Ach so, okay, Sie sagen über Kundennummer. Ja, Ihre eigene. Wie lautet denn das Passwort? 545531. Nee, das ist falsch. Das Passwort war vorhin anders. Wohin hat die Dame gesagt 00982? Ein Moment, ich überprüfe das. Ja. Herr Wolfgang, so, Frau Liebmeier sagte, dass die hat keine Passwort gegeben. Hat sie das Passwort etwa vergessen? Wie bitte? Hat sie denn das Passwort vergessen? Nein. Nein. So, Herr Wolfgang, ja. Jetzt, also,
Wir rufen zu unseren Kunden und wir können dabei helfen, Ihr Handelskonto zu aktualisieren, damit Sie Handel anfangen können. In Ordnung. So, sehr gut. So, Herr Wolfgang. Wie ich weiß, Frau Liebmeier hat alles erklärt. Die hat eine sehr schöne Stimme. Sehr gut. Also, nach dem unserem Gespräch, Sie sprechen zu Frau Liebmeier noch einmal. Mhm. Aber bevor ich verbinde Sie, wir können Einzahlung tätigen und danach Frau Liebmeier erklärt Ihnen alles. So. Also, jetzt sagen Sie mir bitte, mit welcher Zahlungsmethode möchten Sie Ihr Handelskonto aktualisieren? Visa oder Mastercard haben Sie? Wie bitte? Bin ich bei Ihnen auf dem Lautsprecher? Ja. Ah, nein. Nee. Weil ich höre mich doppelt. Ich höre meine Stimme zurück. Ach so, manchmal ist passiert, weil unser Gespräch ist kontrolliert. Ach so. Und deswegen. Deswegen, so, das ist für Ihre Sicherheit und für meine Sicherheit auch. So, Herr Wurstwasser, mit welcher, haben Sie Visa oder Mastercard für erste Investition? Na, da hatte ich doch gesagt, da habe ich beides. Aber Sie haben auch beides. Eine sehr, sehr schöne Stimme. Dankeschön, Dankeschön. Also, Herr Wurstwasser, ich diktiere Ihnen unsere Zahlungsmöglichkeit, Webseite, wo Sie können, womit wir einmal, das ist ein einmaliger Prozess, womit wir erste Investition tätigen und so aktualisiert Ihr Handelskonto. Und schon morgen, Sie bekommen Anruf von Ihrem eigenen Finanzexperten, okay? Haben Sie da auch Musik im Hintergrund? Nein. Schade. Möchten Sie? Ja. Ja. Einen Moment bitte. Okay. Ich höre Sie leider nicht mehr. Ja, wie bitte? Ja, da sind Sie wieder. Ja, da sind Sie sehr wieder. Gut. Sehr gut. Ja, so. Mein Manager jetzt schaltet Musik auch. Oh ja. Das ist schön. So, Herr Wurstwasser, ich diktiere Sie unsere Zahlungsmöglichkeit-Webseite und gehen Sie bitte auf diese Webseite, okay? Sie meinen, ich soll die aufrufen? Wie bitte? Ich soll die Webseite aufrufen. Genau. Okay, welche Internetbrowser benutzen Sie? Sie meinen das Internetfenster? Ja. So, öffnen Sie bitte neue frische Seite. Eine frische Seite. Genau. Ja. Und ich diktiere Sie unsere Webseite. In Ordnung. Los geht's los. Los. So, das ist sumeducation.com. Ach du Scheiße, wie buchstabiert man das? Wie bitte? Ja, genau. Ja. Es ist Siegfried. Ein Siegfried. Ein großer oder ein kleiner Siegfried? Kleiner, kein Problem. Ich habe einen großen Siegfried. Ach so. So, was machen wir jetzt? Ja, wie geht's weiter? Sagen Sie mir Bescheid. U wie Ulrich. Ein U wie Ulrich. U wie Ulrich, ja. Aber dann jetzt klein, ja? Genau. Ja. M wie Martha. M wie Martha. Genau. Ja. E wie Emily. Oder Emil. Welche Ihnen ist besser? Ja. Also ich habe jetzt Dora. S-U-M-E-D. Genau. Ja. Noch einmal U. Ein U. C wie Cäsar. Ja. A wie Anton. Ein Anton. Genau. T wie Theodor. T. I wie Ida. Ein I wie Ida. Aber Sie haben schöne Musik im Hintergrund jetzt. Genau. Das ist für Sie. Dankeschön. O wie Otto danach. Ein O wie Otto. Genau. Ja. N wie Nordpol. Ein N, ja.
Punkt.com. Ja. So, und gehen Sie auf diese Webseite, someeducation.com, und sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Da hängt ein Mann so rum. Genau. Die Sonne scheint so. Genau in seinen Schritt. Ja, so, jetzt scrollen Sie unten und danach kommt Packages. Das ist auf englische Sprache, aber wir brauchen es einmalig, deswegen wir auswählen das Einmalige und das ist alles auf dieser Webseite. Danach Sie bekommen Webseite auf deutsche Sprache. So, sehr gut. Jetzt auswählen Sie bitte Beginner. Packages, scrollen Sie unten und Beginner, 250 Euro. Sehen Sie das? Einen kleinen Moment. Ja. Moment. Ja, bitte. Auf welches Paket soll ich da jetzt klicken? Beginner. Oder wenn Sie möchten, Sie können auch Intermediate klicken, aber wir machen für erste Investition, wir machen mit Beginner. Ja, klicken auf Buy Package. Bist du denn auch noch ein Anfänger? Wie bitte? Bist du auch ein Anfänger? Ich? Ja. Nein. Ich handle nicht. So. Ja, okay. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ah, so. Haben Sie Buy Package gedrückt? Ja. Sehr gut. Jetzt kommt Checkout, Billing Details. Darf ich dich denn mal auf einen Kaffee einladen? Wie bitte? Darf ich dich denn mal auf einen Kaffee einladen? Wir brauchen 2 Minuten. Ja? Und okay. Nach den 2 Minuten, bevor ich verbinde Sie zu Frau Liebmeier, Sie können Kaffee trinken auch. Okay. Okay, jetzt kommt ein kleines Formular, welches Sie sollen selbst ausfüllen. Ja. Name, Nachname, First Name, Last Name, so weiter. Machen Sie es ruhig. Ich warte Sie an der Leitung. Wenn okay. Sie Fragen haben, ich kann alles beantworten. Und wenn Sie schreiben E-Mail-Adresse, sagen Sie mir, okay? In Ordnung. Okay. Ja. Das ist der Moment, wo wir ihn jetzt warten lassen. Alter Verwalter. Der hat jetzt wirklich Musik angemacht für uns. Aber nur hat er ja seine Musik wieder aus. Also machen wir unsere wieder an, ne? Der ist noch in der Leitung. Ja, der Manager holt das Band. Der hat wirklich Musik angemacht. Die Ofenfrische bitte. Der Betrüger denkt schon mal, dass er einen Doofen gefunden hat. Ich denke auch, dass der denkt, er hat einen Doofen gefunden. Erstmal anflirten, ja. Alles, was 2 Beine hat und nicht bei 3 auf dem Baum ist. So, ja, wir müssen uns ja jetzt hier einklimpern. Und da stellen wir uns jetzt mal ein bisschen besonders doof. Ich lasse ihn jetzt einfach mal ein bisschen schmoren. Und wenn er dann will, oder wenn er dann hören will, wie weit ich bin, gucken wir mal. Herr Wurstwasser? Ja? Hallo? Hören Sie mich? Ich höre Sie. Wie weit sind Sie? Ich weiß nicht, was das alles heißt hier. Das steht alles auf Ausländisch. Also ich glaube, das ist eine andere Sprache. Okay. Wo ist geschrieben First Name? Sehen Sie das? Schreiben Sie bitte Ihren Namen. Den Vornamen. Name, danach Vorname. Rechtsvorname. Aber der erste Name ist doch der Vorname, nicht der Nachname. Ja, aber es braucht so. Zuerst Wolfgang in Last Name Wurstwasser. Ja. Sehr gut. In Country oben, nicht oben, unten, schreib. Muss erstmal noch Wurstwasser fertig schreiben. Okay. So, ich hab jetzt. Ja. Hey. Country, da kenne ich die Kinder-Countries. Country, wo Sie leben jetzt. Das heißt Deutschland. Ach so. Ja. Dann
Und was muss ich da jetzt anklicken? Also, auswählen die Deutschland. Schreibe ich da jetzt Deutschland rein? German. Germany. Ach, Germany. Ja, das, ich glaube, das heißt genau. Deutschland, ja? Also, auf Deutsch es heißt Deutschland, ja. Germany. Aber in dieses, genau. Ja. Danach unten, in Street-Adresse, schreiben Sie bitte Ihre Straße, wo Sie leben jetzt. Den Straßennamen. Genau, Straßennamen. Ja. Moment. Ja, bitte. Oh, den Straßennamen habe ich geschrieben. Sehr gut. Danach. Hallo? Ja, hallo. Ja. Danach schreiben Sie bitte Stadt, wo Sie leben. Unten. In Town City. Ja, in meiner City, Berlin. Sehr gut. Ja. Haben Sie es geschrieben? Sehr gut. Danach schreiben Sie bitte Stadt. Ich dachte, ich soll die Stadt schon schreiben. Das habe ich doch gerade gemacht. Das ist optional. So, Sie können das auch nicht schreiben, aber es wäre besser, wenn Sie schreiben. Also, danach kommt Postleitzahl, ZIP-Code. Da die Nummer, ja? Ja, Postleitzahl. Moment, da muss ich mal auf meinem Ausweis gucken. Kleinen Moment, ich habe das. Okay. Ich habe das, glaube ich, auf der Milchkarte. Kleinen Moment. Okay, ich warte. Christian Blüschke, hallo, hallo, herzlich willkommen in der Runde. Wir lassen gerade den Betrüger wieder ein kleines bisschen in der Leitung schimmeln. Die sollen ja möglichst ihre Zeit verschwenden. 25 Minuten haben wir den Klops schon wieder dran an der Leitung. Ja, wollen wir mal so langsam wieder zurück, ne? So, ich habe die Nummer jetzt gefunden. Jetzt muss ich die hier reinschreiben. Sehr gut. Ja. Schreiben Sie bitte, ich weiß. Das ist die 12055. Habe ich drin, ja? Und jetzt? Ja, sehr gut. Jetzt, in Font schreiben Sie bitte Ihre Nummer. Also, auf Pflege klicken Sie und auswählen Germany auch. Da sind ja nur so Fahnen drin. Wie bitte? So, hier die gebunden Fahnen. Soll ich mir da eine aussuchen? Da. Genau. Klicken okay. Auf. Klicken auf Flag. Haben Sie German gefunden? Ja, das gibt's da auch. Soll ich die nehmen? Sehr gut. So, ja. Jetzt rechts schreiben Sie bitte Ihre Nummer mit ohne Plus und ohne Null. Ich schreibe meine Nummern aber auch nie mit Null und Plus und so. Wie bitte? Ich schreibe meine Telefonnummer nie mit Plus. Okay, kein Problem. Heißen wir Heidechse Grinse Katze bei den Kakerlaken-Fans willkommen. Nur einen Moment bitte. Ja, ich warte Sie. Heidechse Grinse Katze, vielen lieben Dank für dein Abonnement und willkommen bei den Kakerlaken-Fans. Guck mal, jetzt stehst du da auch schon mit drin in der Liste. Eigentlich, da sollte ja heute der Chat drin sein. Funktioniert nur irgendwie nicht. Ich habe nichts angefasst. Ich schwöre. So, ich habe meine Nummer da jetzt reingeschrieben. Sehr gut. Danach schreiben Sie in E-Mail-Adresse Ihre E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse schreibe ich da gleich rein. Einen kleinen Moment bitte. Kein Problem. So, ich habe meine E-Mail-Adresse dort jetzt reingeschrieben. Sehr gut. Jetzt scrollen Sie ein klein unter und danach kommt Card Number. Sehen Sie das? Nee, wo steht das?
Also, wo ist geschrieben Your Order? Unten E-Mail-Adresse. Steht 3x250 Euro. Sehen Sie das? Warte, nur einmal. Warum soll ich denn das jetzt dreimal? Nein, 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 nicht dreimal. Das ist nur formal. So. Also, ja. Danach kommt Linies, wo Sie sollen Ziffern schreiben von Ihrer Kreditkarte. Weiß ich nicht genau, wo Sie das meinen. Scrollen Sie unten und Sie sehen das. Ganz unten, wo das Grüne alles ist? Nein. 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 Ein bisschen oben. Ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch. Ja. Wie weit? So, Sie sollen sehen Credit Card Stripe. Pay with your credit card via Stripe. Ach, da steht Card ja number. Kreditkartennummer. Card ja. Genau. Ja. Genau. Genau. Kartennummer. Kartennummer. Und schreiben Sie bitte Ihre lange 16-stellige Nummer. Wo steht die? In erster Linie, in lange Linie, schreiben Sie bitte Ihre 16-stellige Nummer von Ihrer Kreditkarte. Visa welche oder Kreditkarte soll ich denn da nehmen? Welche ist besser für Sie? Ich kann mich immer so schwer entscheiden. Nehmen Sie auch eine Dong Swan-Card? Wenn das ist Visa oder Mastercard, das geht. Nee. Welche Karte ist das? Das ist eine Dong Swan-Card. So, das geht nicht. Haben Sie andere Karte? Ja. Sehr gut. Welche Karte haben Sie? Ich habe eine Visa und eine Mastercard. Sehr gut. Nehmen Sie bitte Ihre Visa-Karte. Die Visa-Karte. Genau. Okay. Kleinen Moment bitte. Okay. Muss ich nochmal in eine Tasche gehen? Kein Problem. Einen Moment bitte. Kein Problem. Geh jetzt los und hol kurz meine Karte, ja? Ja, ich warte Sie. Vielen lieben Dank, dann stehe ich jetzt auf. Genau. Oh Mann. Naja, bei 30 sind wir ja schon. Ich finde es immer wieder entzückend und einfach nur den absoluten Wahnsinn. Heidex, nochmal vielen lieben Dank. So, unentzückend. Hier gerade mal nebenbei nochmal die Stream-Geschichten alle mal kurz nachschauen. Absolute Wahnsinn. Also, zumindest lässt der nette Betrüger sicher wieder sehr, sehr gut hinhalten. Ich bin mal gespannt, wie lange der jetzt hier noch dran bleibt. MC Bubble, der ist, glaube, sehr genervt. Ja, das könnte sein, dass der mittlerweile genervt ist. Aber soll er ja auch, ne? Also ich meine, so ein bisschen seine Zeit verplempern muss er ja noch. No? Logan Collins. Hallo, hallo. Schönen Abend. Einfach nur der absolute Quatsch, dass die Leute hier so lange dranbleiben. Ich glaube, ich würde ihn jetzt mal so ganz langsam mal wieder zurück ans Telefon holen, damit unsere nette Hohlbirne die Geschichte hier auch schön weiter glaubt und schön weiter am Telefon bleibt. Oh. So, da bin ich wieder. Sehr gut. So. So. Jetzt habe ich, jetzt gebe ich hier die Nummer von der Mastercard ein, ja? Genau. So. Innen im Hintergrund ist schöne Musik. Ja. Haben Sie gut ausgesucht? Wie bitte? Das haben Sie gut ausgesucht. Haha, Dankeschön. Danke zu meinen Mitarbeitern. So. Jetzt habe ich die Kartennummer und was soll ich damit machen? Danach.
schreiben Sie bitte Ablaufsdatum noch in Expired Date. Das Verfallsdatum meinen Sie? Genau. Danach schreiben CVV-Code, Security-Code, Sicherheitscode. Ja. Das mache ich. Danach unten steht zwei kleine Vierecke. Sehen Sie das? Und ich muss erstmal hier. Die schrägen Zahlen ist das hier mit dem CVV, ja? Genau, unten CVV ist ein Kästchen, wir brauchen das nicht. Und unten diese Kästchen steht zwei Kästchen. Guck mal, Moment. Erstmal die. Warten Sie, ich muss ja mal gucken hier wegen der. Das Datum und so. Ja, habe ich jetzt das Datum? Habe ich jetzt. 01 also, und dann das. Datum. Und jetzt die CVV-Nummer? Genau. Ja. So. Und. Ja, da ist ein Kasten jetzt darunter. Einer. Wie bitte? Da ist ein Kasten, einer. Unten einer steht zwei. Safe Payment Information. Genau. My Account. Genau. Or future Purchases. Nein. Wir brauchen das nicht. Nee. Unten dieses, steht noch zwei Kleinkästchen. Die Hafergeat und Agretuse Webside. Genau. Ja. Genau. Da soll ich jetzt meinen. Ankreuzen. Da soll ich ankreuzen. Ja, bitte? Wenn ich da reindrücke, ist aber kein Kreuz, das ist ein Haken. Nein, Sie können das ankreuzen, ganz einfach. Ein Häkchen machen. Klicken, genau. Ja. Okay. Und dann habe ich da noch was mit, da steht I have read and agree to the refund policy. Wir brauchen dieses auch. Okay. Beides ist fertig, ja? Ja. Blue geschrieben. Dann habe ich das jetzt einfach angeklickt. Muss ich mir da noch irgendwas angucken? Nein. Jetzt klicken auf Place Order. AGBs lesen ist ja auch überbewertet, ne? So, wo? Das war akustisch gerade unterbrochen. Wo soll ich draufdrücken? Rechts steht grün geschrieben Place Order. Place Order. Genau. Ja. Klicken auf das. Ja. Klicken auf dieses. Ja. Haben Sie geklickt? Auf dieses, ja. Und sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Ein Kreisel. Ein Kreisel. Wie bitte? Ein Kreisel kreiselt. Ein Kreisel kreiselt. Einen Moment. Und jetzt ist die Seite hier wieder da, aber leer. Einen Moment. Ja. Wir überprüfen. Haben Sie geklickt, ja? Ja. Ja. So, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Etwas kann sein nicht richtig geschrieben. Das weiß Versuchen ich nicht. Wir das, okay? Ja. Scrollen Sie oben und etwas muss rot geschrieben sein. Ach, nach ganz oben soll ich jetzt. Ganz oben gehen und überprüfen Sie, ob alles ist richtig geschrieben. Okay? Einen Moment bitte. Ja, bitte. So. Und wo muss ich da jetzt gucken? So, die Linie ist, wo steht Formular, welche wir haben geschrieben, Name, Nachname und so weiter. Etwas muss nicht geschrieben oder falsch geschrieben. Versuchen Sie es bitte. Da steht. Also da ist so, da ist eine grüne Linie und eine rote Linie. Rote Linie. Was ist geschrieben in rote Linie? Können Sie lesen? Nee, das ist ausländisch. Ganz einfach lesen und ich verstehe das. Ich weiß Englisch auch. Tekat, was declined. So, können Sie Screenshot machen? Was ist das? Bild, können Sie Bild, so Foto machen von Bildschirm? Oder nicht? Ach, Sie möchten ein Foto von mir haben.
Nicht von Ihnen. Jetzt. Jetzt. Jetzt ich brauche... Ach so. Okay. Jetzt wir brauchen Foto von Ihrem Bildschirm. Von meinem Computerbildschirm. Genau. Wo ist dieses Rotes geschrieben? Dann hole ich mal schnell meine Kamera. Kleinen Moment bitte. Können Sie mir das mit E-Mail senden? Na, ich muss dann erstmal meine Kamera holen, wenn ich den Bildschirm fotografieren soll. Okay, aber von Ihrer Kamera können Sie dieses Bild schicken mir mit E-Mail? Na, ich kann das Foto, das kommt aus der Kamera raus, das kann ich dann einscannen und dann kann ich Ihnen das per E-Mail senden. Okay, bevor wir machen das, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Nee. Und wir haben, nein? Okay, versuchen Sie es danach. Ich beeile mich ganz doll. Kein Problem, ja. Ich warte Sie. Dann hole ich erstmal meine Kamera, ja? Okay. Okay, kleinen Moment bitte. Ja, bitte? Ja, auch nicht viel Zeit. Wir verschwenden nur noch ein bisschen. Naja, aber 40 Minuten haben wir schon fast wieder rum. Und der nette Betrüger ist hier immer noch am Apparat. Einfach nur absolut Wahnsinn. Ich vermute mal, der will uns jetzt so langsam abschütteln, weil der Feierabend ruft. Und ja, weiß es nicht. Aber so ein bisschen hinhalten müssen wir ihn ja noch, ne? Wir wollen ja nicht, dass der unter irgendwelchen Umständen vielleicht noch früher Feierabend machen könnte. Ich glaube, so gleich müsste ich ihn dann wieder mal zurückholen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Fotoapparat. Sehr gut. Welchen Fotoapparat haben Sie? Das ist eine Polaroid. Polaroid, so. Polaroid. Mit Polaroid, Sie können das nicht senden. Oder Sie können das skanieren. Na, ich skaniere das. Okay, kein Problem. Ja, das kommt dann, da kommt, habe ich ja gesagt, da kommt ein Bild raus. Und dann mache ich das in meinen Scanner. Ja. Und dann schicke ich Ihnen das per E-Mail. Das geht ganz schnell. Kein Problem. So, einen Moment. Ja, bitte? Ja, ich muss nur mal noch mal gucken, weil ich glaube, der ist alle. Kein Problem. Ja. Ist aber gleich soweit. Moment bitte. Ja, machen Sie es ruhig. Ich habe Zeit für Sie. Ja, gut. Habe ein Foto gemacht. Jetzt sehr gut. Einen Moment bitte. Ja, bitte? Einen Moment bitte. Ja, ich warte Sie. Sauber. Ja. Muss ich hier noch... Moment. Ja, bitte. Gleich. Haben Sie mein Mail bekommen, ja? Mail bekommen von Frau Lielmeier, ja? Sie sind Frau Lielmeier. Wie bitte? Sie sind die Frau Lielmeier oder wie? Nein. Männlich. Frau Lieb, im Anfang dieses Gesprächs... Nee, die hat mir nichts geschrieben. Okay, kein Problem. Jetzt, ich sende Sie E-Mail. Ja. Und mit Antwort, Sie können E-Mail senden, okay? Ja. Das ist in Ordnung. Kein Problem, einen Moment. Halte das auch nicht für. Sehr gut. Aber Sie machen das ganz gut. Dankeschön. Ja.
Ich habe jetzt E-Mail gesendet. In kurzem Moment, es kommt gleich. Kommt gleich? Kommt gleich? Ja, in kurzem Moment. Okay. Okay. Warte ich noch einmal. Kein Problem. In Ordnung. Herr Wurstwasser, was machen Sie beruflich? Was ich beruflich mache? Beruflich? Ja. Gar nichts. Gar nichts? Nee. So, sehr gut. Ich arbeite jeden Tag 9 Stunden. Ach, wissen Sie? Ja. Das ist sehr schwer für mich. Aber was soll ich machen? So, bitte überprüfen Ihre Posteingang. Ja. Vielleicht haben Sie mein Mail bekommen. Noch ist nichts angekommen. Okay, warten wir kurz. Die Mail ist noch nicht zu mir vorgedrungen. Okay, warten wir sehr kurz. Haben Sie WhatsApp auf diese Nummer? Nee. Nein, okay, kein Problem. Früher, als ich mal noch arbeiten war, habe ich Gurken gezüchtet. Mhm. So. Ja, haben Sie bitte überprüfen Ihre Posteingang? Ist noch nichts da. Noch nichts da. Nee. So. Warten wir kurz. Bitte erneuern die Seite. Auf Aktualisieren drücken. Nein, erneuern die Seite, E-Mail-Seite, Webseite. Also aktualisieren. Ja, genau. Ist noch nicht da. Okay. Warten wir ganz kurz. Nee. Kein Problem. Dankeschön. Kann okay, auf jeden bevor, Fall warten. Bevor Sie bekommen mein E-Mail, ich sage, öffnen Sie bitte die Webseite, wo wir haben, wo Sie haben Daten geschrieben. Mhm. Und bitte, wir haben eine Linie nicht ausgefüllt. Wie meinen Sie das? State und Country. Wo ist geschrieben? Suchen Sie es bitte. Da weiß ich nicht, was Sie meinen. Okay, öffnen Sie bitte Some Education, wo wir haben Einzahlung versucht. Und wo ist geschrieben, wo war rot geschrieben etwas, ja? Wie meinen Sie das genau? Wo wir haben Ihre Kartennummer geschrieben. Ja. Erinnern Sie sich? Ja. Danach, oben, wir haben, Sie haben Ihre Name, Nachname und so weiter geschrieben, ja? Ach, die Seite meinen Sie, die habe ich schon zugemacht. Genau. Warum? Weil da war doch ein Fehler. Nein, wir brauchen das. Ach so, aber ich dachte, ich muss jetzt wegen der E-Mail gucken, dass das jetzt wichtiger ist. Deswegen habe ich das andere Fenster mit dem E-Mail-Fenster zugemacht. Also ich habe dann meine E-Mail reingemacht, um dann die E-Mail zu öffnen. Okay, ja. Überprüfen mein E-Mail noch einmal, bitte. Ja, ich gucke noch mal in meinem E-Mail-Postfach. Ja, also der hat sich ja jetzt hier ziemlich traurig schon angehört. Oh nein! Weil er weiß, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Die E-Mail ist noch nicht da. Okay, überprüfen, ob Ihre E-Mail ist richtig, ja? Eole, Wurstwasser, kaufen... at mdccfun.de.
Ist das richtig? fun.de, ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Okay. So, ich verstehe nicht, warum bekommen Sie kein E-Mail. Okay, kein Problem. Danach, bitte öffnen Sie Zoom Education, wo wir haben versucht Einzahlung. Und haben Sie AnyDesk-Kauf für den Computer? Was ist das? Das ist ein Programm, mit welchem wir können Bildschirme teilen. Und von meiner Seite, ich kann dabei helfen und ich brauche eine Minute. Das klingt auf jeden Fall gut. Okay, dann machen wir so. Schreiben Sie bitte in neue Suchlinie. Öffnen Sie bitte. A wie Anton. In A. Genau. N wie Nordpol. Y. D wie Dora. D wie Dora. D wie Dora. D wie Dora, ja. E wie Emil. Ja. Danach S wie Siegfried. K wie Kaufmann. Und dann suchen Sie in diese Wort AnyDesk. Und die erste Link, welche wird sein, öffnen Sie bitte die erste Link. Ja. AnyDesk. Sehen Sie das? Das ist rot mit rote mit rote Zeichen. Was meinen Sie denn da genau? Also, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Das sind die Suchergebnisse. So, AnyDesk haben Sie geschrieben? Sehr gut. Jetzt klicken auf AnyDesk. AnyDesk, ja. AnyDesk. Und wir brauchen es zu herunterladen. Ja, wie mache ich das? So, schreiben Sie bitte AnyDesk herunterladen auch. Stell dir vor, wie meine Hand über deinen Oberschenkel gleitet. Mhm. Haben Sie AnyDesk herunterladen geschrieben? Sehr gut. Danach klicken auf Enter, suchen. Ganz viele schmutzige Ergebnisse. Sehr gut. Öffnen Sie bitte die erste Link. Und dort muss sein Herunterladen. Sehen ist Sie nichts das? Mit Herunterladen. Schauen Sie, es muss sein. Computerbild. Computerbild? Computerbild. Steht jetzt kein Herunterladen? Nee, hier steht Einstellungen, Einstellungen oder ablehnen, alle akzeptieren. Datenschutz und Nutzererlebnis auf Computerbild.de. So, also, entschuldigen mir. Ja. AnyDesk ist ein Programm, welche wir brauchen. Das ist kostenlos und ist im Internet. Ja. Wenn Sie ganz einfach schreiben, AnyDesk herunterladen, dort danach Sie sehen sehr viele Linken. So, erste oder zweite, wenn Sie öffnen, erste oder zweite, dort danach Sie sehen Download oder herunterladen. Und wenn Sie herunterladen, Sie können das sofort öffnen und danach Sie sehen, Sie werden neunstellige Nummer sehen. So, versuchen bitte zu herunterladen AnyDesk. Muss ich mal schauen, Moment. Schauen Sie bitte.
So. Bin ich ein kleines bisschen durcheinander? Ja? Ja. Ja. So, haben Sie dieses Programm? Einen kleinen Moment bitte, es klingelt gerade an der Tür. Okay. Ich gehe mal ganz kurz an die Tür. Oh Mann, der Arme. Ob der gleich Feierabend hat? Oh, 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 oh. Einfach Wahnsinn. Hallo John Wick. Hallo Dudli-Dingli. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, da liegt Erotik in der Luft heute, ne? Also, naja, gucken wir mal. Also 53 Minuten haben wir den netten Kerl schon dran. Mal gucken, wie lange er noch möchte. Also ich schätze mal, 20 Uhr wird er ja Feierabend haben. Dann wird er bestimmt auch gleich zunehmend nervös. Oh, da bin ich wieder. Sehr gut. Ja, da war keiner. Ich bin eingebildet. Haben Sie heruntergeladen? Was meinen Sie? Programm AnyDesk. Haben Sie heruntergeladen? Ich war doch gerade an der Tür. Okay. Herunterladen bitte AnyDesk-Programm. Moment, Moment. Ja, bitte? Aber da steht doch, da steht doch Computerbild. Und da soll ich Einstellungen oder ablehnen? Einen Moment bitte. Ja, natürlich. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Wir müssen ja schließlich erstmal warm miteinander werden. Ja. Ja. Also, was ist geschrieben? Einstellung und? Na, ich bin jetzt hier auf computerbild.de. Ja. Ist richtig? So, dort muss sein Herunterladen oder Download. Nee, das Einstellungen oder Ablehnen, alle akzeptieren. Alle akzeptieren. Ja, okay, dann drücken wir einfach mal alle akzeptieren. So, jetzt steht hier Kurzbeschreibung. Die kostenlose Remote-Desktop-Software AnyDesk. Genau. Für Windows ermöglicht Ihnen, Ihren Laptop oder Ihren heimischen PC oder im Homeoffice auf Ihren Mac im Büro zuzugreifen. Genau, wir brauchen das. Sehen Sie jetzt irgendwo herunterladen oder Download? Also hier steht Testbericht. Wie bitte? Testbericht. Okay. Wir können das so machen auch. Klicken Sie auf das. Ich lese doch hier gerade den Testbericht. Okay. Ja. Okay. Jetzt muss ich da... soll ich was vorlesen? Wie bitte? Soll ich das vorlesen, was hier steht? Nein, Sie brauchen das zu herunterladen. Na, aber hier ist doch bloß ein Testbericht. Ein Testbericht, was bedeutet das? Eine Beschreibung, was das Programm kann, was das Programm macht, was man damit machen könnte. Okay, ich erkläre Sie das. Mit diesem Programm, wir können unsere Bildschirme teilen. Das mag also, ich sehe Ihre Bildschirme von meinem Computer. Verstehen Sie das? Und ich kann von meiner Seite dabei helfen, schreiben alles richtig auf diese Zahlungsmöglichkeit, welche wir brauchen. Okay? Ja. Okay. Herunterladen bitte dieses Programm, AnyDesk. Wo mache ich das? Und auf dieser Webseite, wo Sie jetzt sind, muss es sein. Herunterladen oder Download. Nee. Nein? Nein. Da finde ich mich eventuell auf der falschen Seite.
Okay, gehen Sie zurück und öffnen Sie nächste Link. Und wenn ich jetzt zurückgehe, bin ich doch weiter weg vom Telefon. Oder wie meinen Sie? Nein. Gehen Sie zurück mit auf Ihre Internetbrowser. Ach so, im Ach Internetfenster so, soll ja, ich eine Seite zurückgehen. Ich dachte, ich soll vom Telefon ein Stück zurückgehen. Hätte ja sein können, dass ich ein bisschen Mundgulli habe. Nein, ja. Und jetzt? Und öffnen Sie andere Webseite. Nächste Webseite. Welche denn? Sehr gut. Und steht dort herunterladen? Jetzt bin ich auf chip.de. Wie bitte? Chip.de. Chip.de? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo sind Sie? Jetzt haben Sie beide geöffnet, ja? Haben Sie E-Mail auch und diese Webseite auch, ja? Nee, E-Mail habe ich wieder zugemacht. Okay. Jetzt öffnen Sie neue Webseite, neue frische Seite. Nur schließen Sie dieses nicht, okay? Ach so. Okay. Also jetzt mache ich eine frische Seite auf. Okay. Okay. Und in diese frische Seite öffnen Sie Ihre E-Mail. Eine E-Mail-Adresse, ja? Ja, also mit dieser frische Seite überprüfen wir, dass Sie haben mein E-Mail bekommen. Okay, kleinen Moment bitte. Okay. Irgendwie kann der einem schon leid tun. Ich habe wirklich keine E-Mail von ihm bekommen bis jetzt. Na doch, vielleicht. Na, wir gucken mal. Wir lesen ihm einfach die neuen E-Mails vor, die wir jetzt bekommen haben. Oh, jetzt bin ich eingeloggt in dem E-Mail-Postfach. Sehr gut. Haben Sie mein Mail bekommen von supporthurbitrades.com? Ich habe hier drei neue E-Mails. Sum-E-Daktion. Ja, Sum-E-Daktion Account has been created. Sehr gut. Wir brauchen das nicht. Zweites, welche ist das? Die nächste ist jetzt Vergleich starten. Darlehensvertrag leicht gemacht. Wir brauchen das nicht. Auch nicht. Und dritte? Und letzte, dritte? Die dritte Nachricht ist. Hier steht Geld aufs Konto oder Wünsche erfüllen. Nein. Und Wertfaktor Immobilien. Suchen Sie bitte support@hubitrades.com. Wo? Auf Ihre. Ach so. Versuchen Sie es mit Spam. Ach, beim Sparen. Genau. So, also den Spanordner habe ich gefunden, ja. Support in Hubitrades, ja? Ja. Und öffnen Sie bitte und was steht danach? Im Spanordner? Ja, in diese E-Mail, welche Sie E-Mail? Haben von meiner supporthubitrades.com. Die habe ich nicht. Okay, Herr Wurzwasser, in diesem Fall, ich kann nicht dabei helfen. Sie bekommen mein Mail nicht, Sie können nicht herunterladen AnyDesk. Das empfinde ich als Sie, sehr, sehr schade. Ja, so,
dort gibt es einen Moment, ja? Ja. In Some Education, die Webseite, welche wir haben, erste Mal geöffnet, Sie können das nochmal probieren. Ja, gerne. Okay, bitte öffnen Sie someeducation.com mit selbst und schreiben Sie bitte, machen Sie gleich, wie haben Sie alles gemacht. Nur schreiben, auswählen Sie bitte alle Linien, überprüfen, dass alles ist richtig geschrieben von Ihrer Seite und danach klicken auf Place Order. So. Wo muss ich jetzt drauf gehen? Ich habe das nicht so ganz. Sie waren ein bisschen schnell. Okay, sumeducation.com. Buchstabieren Sie das bitte? S wie Siegfried. Ein S? Ja, U wie Ulrich. U wie Ulrich. Genau. M, Martha. Ein M wie Martha. Genau, E wie Emil. Ein E wie Emil. Genau. So. T wie Dora. U wie Ulrich. Ein T wie Dora. Genau. Ulrich, U. Ein U wie Ulrich. C wie Cäsar. Moment, ein C wie Cäsar. A wie Anton. Ein A wie Anton. A wie Anton. T wie Theodor. E wie Theodor. I wie Ida. I wie Ida. O wie Otto. N O wie Otto. N wie Nordpol. N wie Nordpol. .com. Also und öffnen Sie bitte diese Webseite. Ein Punkt und was kam danach? Sumeducation.com. .com, ja. Dann rufe genau. Ich mir diese Seite noch einmal auf. Genau. Machen wir gleich. Ich glaube, ich habe da einen Tippfehler. Die Seite wurde nicht gefunden. Soll ich die nochmal buchstabieren? Er hat jetzt aufgelegt. Also entweder hat er keinen Bock mehr gehabt. Die Leitung ist abgerissen oder ich weiß es nicht. Einfach